Munich Real, wir sind wieder da. Ich sitze hier mit meinem Kollegen Klaus Eutin, hinter den Kameras Igor Leira. Und wir sind zu Gast hier in der Volkssternwarte in München und werden jetzt ein Gespräch führen mit Herrn Martin Elsässer, seines Zeichens Astronom. Es wird also um die großen Weiten des Weltraums gehen, aber auch um andere Sachen. Ich fange ja mal mit einer sehr klassischen Frage an, nämlich warum entscheidet man sich, ein Astronom zu werden? Und was geschieht wohl mit einem Menschen, der einen direkten Kontakt mit dem Weltraum bekommt, innerlich? Meine einfachste Antwort darauf ist, dass ich gar kein Astronom bin. Ich mache das seit 25 Jahren ehrenamtlich und mache also beruflich was anderes. Ich bin Informatiker, kann mich also mit den anderen Dingen beschäftigen. Ich mache das nur sehr, sehr intensiv nebenher, so als Hobby, auch so ein bisschen mit Geld verdienen und so weiter. Was passiert mit dem Menschen, der sich intensiv damit beschäftigt? Da gibt es weite Felder. Also wenn Leute von außen auf so die Amateurastronomen oder auch ein bisschen auf die Fachastronomen treffen, dann beobachten die schon, dass die immer so vermeintlich so ein bisschen weltfremd sind, so ein bisschen abgespaced, was auch immer das ist, der Begriff liegt nahe, was auch immer das genau heißen soll. Es weitet sicherlich den Horizont, wenn man mal so halt sich und seine Welt und auf der Welt, auf der man rumläuft, wenn man das mal vergleicht mit anderen Dingen, die man so im Kosmos sieht oder dann etwas messen kann, dann ist das sicherlich interessant. Das justiert ein bisschen für manche Leute die eigene Wichtigkeit in einem größeren Kontext. Oh, du bist jetzt hier der Chef von diesem und jenem, aber schau mal, diese Erde ist so viel kleiner als diese Sonne da und die wiederum ist so viel kleiner als diese andere Sonne und dann gibt es noch so viel mehr. Also es ist da, solche Aspekte sind sicherlich da. Also es ist viele Sachen, viele Gestalten. Es ist auch sehr, sehr vielfältig, was für Leute sich mit dem Thema Astronomie beschäftigen. Wir haben uns ja in diesem Verein sind wir ja auch 500 ein bisschen was Leute und auch wirklich quer durch die Bank von den Bildungshintergründen, also von ganz viel bis ganz wenig, von den beruflichen Themen, also auch alles ist dabei. Naturwissenschaften sind natürlich ein bisschen überrepräsentiert. Mhm, das ist klar. Ja, ja, ja. Frauen wie in vielen technischen Themen deutlich unterrepräsentiert, was auch natürlich traurig ist. Ja, aber es ist ein weites Feld, das ist das Schöne. Es ist also, hat eine gewisse Vielfalt. Wie ist das so mit Jugend und Kindern? Denn ich denke mir, wir heute leben alle in einer Zeit, wo man nur den Fernseher einzuschalten braucht und man kriegt super Special Effects, die fast immer irgendwo im Weltraum sind und toll aussehen. Vergleichen mit dieser Unmittelbarkeit, wenn man durch ein Teleskop blickt und einen Jupiter sieht mit seinen Monden, kann man das ja nicht. Das ist dann eine ganz andere Sache. Richtig, also das ist, also Kinder und Jugendliche als Gäste haben wir natürlich sehr viele. Wir haben so 20.000 Leute, die im Jahr zu uns herkommen. Da haben wir also relativ viele Kinder und Jugendliche. Als Mitglieder, die den Verein dann mitarbeiten, ist es natürlich, sind es deutlich weniger, weil natürlich findet vieles nachts statt und das Kind muss morgen wieder aus dem Bett und so weiter. Aber dieses Interesse ist natürlich bei den jungen Leuten auch intensiv da. Was man natürlich immer auch intensiv mal sagen muss, also wenn man sich dann was angucken geht, wenn man dann das Fernrohr durchschaut, muss man auch immer mal die Perspektiven zurechtrücken. Das sieht jetzt vielleicht nicht so toll aus wie auf diesem Bild von dem Weltraumteleskop, weil bei dem Weltraumteleskop fehlt halt das Preisschild, 5 Milliarden Dollar. Ja, da muss man das vergleichen mit 5 Euro Eintritt und dann, ja, der Unterschied, der zeigt sich auch irgendwo in manchen Beziehungen. Aber das, was du jetzt siehst, das ist echt, das ist so echt, wie es nur sein kann. Das Licht direkt in dein Auge, ohne irgendwelche Kameras und ein Sensor und ein Ohr nochmal schnell was dazwischen rendern. Es ist so echt, wie es nur sein kann. Es ist unmittelbar, man sieht es flimmern, man sieht dieses Natürliche, das durch die eigene Atmosphäre rausgucken. Das ist immer dabei. Also diesen Unterschied zwischen echt und live, in Anführungszeichen, das ist ja etwas, was man manchen Leuten teilweise erst fundamental erklären müssen. Dass manche Leute gar nicht mehr wissen oder so direkt verstehen, was der Unterschied zwischen, das sehe ich jetzt echt so vor mir, oder auch wenn es da draußen ist, und ja, das ist live, das kommt live aus meinem Fernseher raus, ja, und okay, es kommt jetzt live mit Fußball-WM, was, nur 30 Sekunden Verzögerung, aber auf dem Kanal hättest du 20 Sekunden Verzögerung, ist ja lustig, ja, wenn man verschiedene Ton- und Bildspuren hat, dann sieht man, oh, die jubeln schon und die anderen sind doch im Laufen in Richtung Strafraum, aha, was ist jetzt da echt und was ist live, also solche Sachen sind natürlich auch immer dabei. Und für Sie, sehen Sie sich astronomisch gesehen als ein Generalist oder gibt es Themen, wo Sie sich gerne spezialisieren? Ich bin sicherlich eher Generalist. Ich weiß von vielen Themen ein bisschen was, was man hier auch braucht, wenn man mit dem allgemeinen Publikum umgeht, weil die halt auch aus ganz verschiedenen Bereichen Fragen und Interessen haben. Ich kenne mich mit bestimmten technischen Aspekten relativ tiefer aus, also ein bisschen Fernrohrtechnik, da baue ich auch ein bisschen was und so. Aber sonst vom Thema her doch Generalist, weil das finde ich ist auch so interessant. Ja? Astronomie ist ja irgendwie etwas, wo es um das Universum, also das Größte,
an sich geht. Und um das zu verstehen, braucht man eigentlich alles bis runter aufs Atom. Mhm. Um zu verstehen, wie die Sterne jetzt ihre Energie erzeugen, muss man Atome verstehen. Ja. Also es sind alle Skalen dazwischen. Ja? Mhm. Und das ist natürlich auch das Interessante, dass das so viel dabei ist. Aber jetzt verglichen mit den Vorführungen kann man ja sagen, dass das jetzt schon längst kein Nachtjob mehr ist, nicht wahr? So als Berufsbild Astronomie? Als Berufsbild ist schon lange kein Nachtjob. Also Profi-Astronom ist heute halt etwas, was im großen Wissenschaftsbetrieb passiert, wo Datenauswertung das Entscheidende sicherlich heute ist oder eventuell die Idee zu neuen Arten der Datengewinnung. Was könnte man eventuell wie beobachten, mit welcher Technik und damit halt vielleicht neue Erkenntnisse zu gewinnen. Das ist, und dann natürlich die ganze Auswertung, wo halt natürlich Computer und so weiter ganz, ganz starke Rolle, immer stärkere Rolle spielen werden. Man ist ja mehr dabei, von mir aus ein Fernrohr in Chile oder halt die Daten, meistens gibt man nur noch Beobachtungsaufträge, man hat, ich habe für das große Fernrohr 6 Stunden Beobachtungszeit bekommen, und die soll jetzt in der nächsten Woche sein. Ich hoffe mal, dass das die Art von Wetter ist, die ich für mein Zeug brauche und dass ich nicht wegen anderen Sachen dann aus der Queue rausgetreten werde, sowas gibt es dann. Und dann kriegt man halt irgendwann die Daten und dann sagt man so, jetzt muss man die halt irgendwie auswerten, versuchen, die Phänomene, nach denen man sucht, da halt zu finden. Da gibt es ganz wichtige Kalibrier und Normierungsaufgaben und so weiter. Und dann halt schauen, ist da das drin, was man sucht? Ist auch wirklich das, ist das, was man sieht, auch das, was man gesucht hat? Wie interpretiert man das? Wie kann man es noch interpretieren? In dem Bereich tummelt sich die Fachastronomie. Ja. Wobei es natürlich auch ein sehr weites Feld ist, kann auch sehr technisch werden, wenn es darum geht, okay, um das und das überhaupt messen zu können, brauche ich neue Technik. Das geht vom Erdboden aus gar nicht, das muss ich im Weltraum machen. Und dann hat man plötzlich Projektlaufzeiten von 30 Jahren, bis vielleicht dieses UV-Teleskop, das man mitkonzipiert hat, 20 Jahre später endlich mal dann doch vielleicht startet, weil es dann doch durch sämtliche Finanzierungsrunden durchgekommen ist. Es kann auch sehr zeitlich sehr, sehr lang sein. Da wird man mal auch mit harten Bandagen wahrscheinlich gekämpft, wenn es um Teleskopzeit geht, irgendwo am anderen Ende der Welt. Das ist entscheidend. Also es ist ja, da geht es ganz intensiv darum, bei Teleskopzeit, wer finanziert das ganze Projekt? Also bei, was weiß ich, die ESO baut ja, die europäischen Gemeinschaftsprojekt baut ja unten in Chile ihre großen Teleskope. Und da hat man meistens halt, man hat ungefähr 10-mal mehr Anträge auf Beobachtungszeit, als einfach nur Zeit vorhanden ist an den Geräten. Und dann wird halt intensiv geguckt, okay, wie wichtig ist es, was für Erkenntnisse erhofft man sich da? Brauchst du überhaupt dieses große Teleskop dafür? Das musst du sehr gut begründen können, warum du so ein großes brauchst, warum du es nicht mit dem kleineren machen kannst. Dann wird auch intensiv geschaut, was für Art von Wetter braucht dieses Projekt. Musst du nur schwache Sachen gucken oder brauchst du auch die höchste Schärfe und so weiter? Dann kann, okay, jetzt ist das Wetter sehr, sehr gut für die Aufgabe, dann schmeißt man das eine raus und nimmt das andere Projekt rein. Also da gibt es schon ganz, ganz viele Sachen. Und ja, gibt schon Leute, die gesagt haben, okay, diese 2 Wochen sind jetzt mein Zeitslot und da war aber in den 2 Wochen nie das Wetter, das ich gebraucht hätte. Und tut mir leid, du warst zwar 2 Wochen, hattest du zwar vom Prinzip gebucht, aber da kamen immer andere Sachen rein, weil das Wetter, das du gebraucht hättest, halt in den 2 Wochen einfach nicht vorhanden war. Ich glaube, medial berühmt wurde das so eine Situation so vor 70, 80 Jahren, glaube ich, als dann astronomische Teams drum gekämpft haben, die Relativitätstheorie zu beweisen. Gibt es heute noch astrophysische Theorien, also rein akademische Ideen, die man heute mit der Astronomie beweist? Also wo man immer noch dahinter ist, die zu beweisen? Das hört zum Glück nie auf. Das ist ja das Schöne, dass es, je genauer man bei irgendwas hinguckt, je genauer man misst, je mehr Aspekte man sich anschaut, umso mehr Fragen tauchen eigentlich immer auf. Ja? Also manche Sachen, viele Sachen sind sehr, sehr stark gefestigt, wo man sich sehr, sehr sicher ist, dass es in bestimmten Art und bestimmt, dass sich bestimmte Sachen halt so und so verhalten, wo auch die Zahlen aus den Modellen, die man dann darauf dann ableitet, dann sehr genau zu dem passt, was man dann an verschiedenen Situationen misst. Weil das ist ja immer die Qualitätsprüfung. Man kann zu allem eine Theorie aufstellen, aber man ist ja in keinem Feld mehr heute alleine. Man muss also immer gucken, was gibt es zu diesem Thema, genaues Funktionieren der Sonne zum Beispiel schon für Theorien. Was gibt es für Messungen, was gibt es für Beobachtungen? Und wenn man jetzt eine neue Theorie aufstellen will, dann muss die ja mindestens so gut sein wie die bisherigen. Die muss also mindestens das, was man jetzt schon weiß oder was man an Messungen hat, muss die ja zumindest erklären können. Wenn ich jetzt also eine Theorie über Gravitation aufstelle, die davon ausgeht, dass dieser Tisch hier grundsätzlich schwebt und wir aber feststellen, dass der Tisch hier eigentlich nie schwebt, dann hat diese Theorie schon ein fundamentales Problem. Sie ist eigentlich schon so gut wie falsch, weil ja allein die elementaren Beobachtungen durch die Theorie nicht erklärt werden. Also eine neue Theorie müsste ja immer schon mindestens das erklären, was man schon kennt. Und dann halt die Frage, okay, was bringt sie jetzt Neues? Welche neuen Situationen kann sie erklären? Was für Beobachtungsvorhersagen macht sie? Und dann versucht man halt, die zu messen. Das war ja mit der Relativitätstheorie, die Sie gerade genannt haben, so ein dramatisches Thema damals, dass man sich erstmal gedacht hat, Zeit und Raum und verknüpft, wie soll man das überhaupt bestätigen? Was für Experimente kann man überhaupt machen, wo sich die Auswirkungen dieser Theorie zeigen? Ja? Wo kriegt man so große Massen her, wo man jetzt so ein bisschen Lichtablenkung messen könnte? Das ist die einzig vorhandene große Masse,
war die Sonne oder ausreichend groß, wo man dann so ein bisschen, oh, wie kann ich jetzt da so ein bisschen so eine Lichtablenkung, also dass der Stern dahinter ein bisschen an einem anderen Platz ist, wie kann man das irgendwie messen? Und das war ja eine, von der Beobachtungstechnik eine sehr schwierige Sache. Weil viele Jahrzehnte später hat man dann viele andere Objekte weiter draußen im Weltall gefunden, die diese Phänomene noch viel stärker zeigen, weil sie halt selber viel extremer sind, so schwarze Löcher, Pulsare, die umeinander kreisen. Und da mit denen hat man dann mit ganz verschiedenen, unterschiedlichen Teilen der Theorie das Gesamtkonzept immer präziser nachweisen können. Also heute die Relativitätstheorie ist auch sehr, sehr, sehr gut bestätigt. Wir alle haben Technik, wo die fundamental notwendig ist. In jedem GPS werden die Aspekte der Relativitätstheorie benutzt, sonst würden diese ganzen Positionsmessungen mit Hilfe Satelliten einfach nicht funktionieren. Man würde es merken, dass man einfach eine falsche Koordinate für diesen Kirchturm angezeigt bekommt. Und das passt alles sehr gut. Und die relativistischen Effekte mussten zwingend berücksichtigt werden, sonst wäre das falsch gewesen. Also heute hat das quasi jeder in Technik drin, die auch jeder benutzt. Jedes Handy weiß ja heute, wo es ist. Ja? Nicht nur durch irgendwelche Ortungen, sondern auch durch GPS. Und was war damals das für ein Experiment, wo man eine große Masse hat, wo die Sonne... Richtig, also das Erste, wo man hat diese Relativitätstheorie mit dieser Verknüpfung von Zeit und Raum und dass große Massen den Raum verändern. Das erste Experiment, das man halt da machen konnte, war halt, dass man sagt, okay, in einem sehr starken Schwerefeld, zum Beispiel dem der Sonne, wird Licht ein bisschen abgelenkt. Das heißt, es geht nicht mehr geradeaus, sondern, also es geht schon geradeaus, aber für einen gekrümmten Raum, was jetzt in so Umgangssprachlichkeit sehr schwierig vorzustellen ist. Und was man halt als Effekt davon sieht, ist, dass halt in der Nähe von so großen Massen das Licht ein bisschen abgelenkt wird. So, das heißt, wenn man jetzt sich die Sonne anschaut und sich den Sternenhintergrund hinter der Sonne anguckt und sich den halt jetzt anguckt, wo die Sonne davor steht, und das kann man natürlich nur während einer Sonnenfinsternis, wo die Sonne wiederum vom Mond abgedeckt wird, und sich das ein halbes Jahr später anschaut, dann sieht man eben, dass minimal die Sterne in der Nähe der Sonne näher an ihr dran zu stehen scheinen, als wenn die Sonne nicht da ist. Also diese Lichtablenkung. Und das ist etwas, was man versucht hat zu messen. Und das ist halt, weil die Bewegungen, weil diese Bewegungen dieser Sternbilder so klein waren, und es immer noch natürlich sind, und weil man das halt bei Tag macht, wo die Sonne gerade die Sonne noch schien und alles auch aufgeheizt war, deswegen war es eine sehr, sehr schwierige Messung. Ich glaube, das Problem kam noch dazu, dass die vorausberechneten Sonnenfinsternisse der Dekade alle an sehr ungünstigen Orten waren. Das war Afrika, das war ja, Nordwestküste von Australien. Die Willigkeit zu einer großen Reise musste man immer haben. Die ist Sonnenfinsternisse. Glaube, Sibirien war einmal. Ja, gibt's diverse, ja. Also diese Probleme hat man, also allein die Schwierigkeiten bei dieser bei Tag Übermessung, wo halt die Sonne dann abgedeckt ist vom Mond und dann trotzdem der Himmel dann natürlich streulicht massiv aufgehellt ist, dann versucht man vor diesem Himmel jetzt irgendwelche Sterne, schwachen Sterne zu erkennen und dann muss man die Position von diesen Sternen auf diesen Fotoplatten so genau messen, das war eine sehr, sehr schwierige Sache. Und man muss ja auch schnell sein, so lange dauert es. Man hat nicht viel Zeit, man hat dann diese 2, 3, 4 Minuten, in der Zeit muss das alles gemacht sein. Und mit einer dicken Wolke davor ist die Beobachtung wieder kaputt, ja? Wie nervenaufreibend, nicht? Weil du bereitest irgendwas 18 Monate vor und dann hängst davon ab, ob du Wolken hast. Das war ein paar hundert Jahre vorher, war das noch viel dramatischer. Da ging es um sowas wie ein Venus. Also Sonnenfinsternisse hat man jedes Jahr so 2, 3 irgendwo auf der Erde, ja? Ein paar hundert Jahre vorher wusste man ja noch viel weniger. Da wusste man zum Beispiel nicht mal die absoluten Abstände im Sonnensystem. Man wusste zwar, die Sonne ist im Vergleich zu ihrer Größe so und so viel weiter weg, aber man wusste nicht, wie groß sie wirklich ist. Man wusste nicht, wie weit ist sie weg. Und das konnte man nur über solche Phänomene wie einen Venustransit messen, wo die Venus halt von uns aus gesehen scheinbar vor der Sonne vorbeiläuft. Und das kann man von verschiedenen Standorten auf der Erde aus vor der Sonnenscheibe messen. Und dann kann man triangulieren und dann kann man endlich mal die echten Abstände im Sonnensystem messen. Venustransit gibt es quasi einmal alle 108 Jahre. Da hatte man also nicht so häufig Gelegenheit. Also es sind immer 2 Stück im Abstand von 8 Jahren und das halt alle 100 irgendwas Jahre. Also bei diesem großen, mit einem dieser Venustransit 1700 irgendwas, sind also Astronomen auf Pferden bis Sibirien geritten mit ihrer gesamten Technik, um dann hier bei Omsk irgendwo eine von diesen Messungen zu machen und kamen dann also 7 Jahre später zurück und wurden mittlerweile als tot erklärt. Also damals war das alles noch etwas aufwendiger. Ja, man vergisst manchmal, was für eine unglaubliche Abstraktionsleistung das vor 300, 400 Jahren gewesen sein muss. Heute kann ich mir im Internet irgendein dreidimensionales Sonnensystemmodell anschauen und ich kann es mit der Maus so drehen. Ich kann Positionen einnehmen und plötzlich es erscheint so klar, warum manche Planeten plötzlich wieder zurücklaufen für eine Woche und also dann wieder weiter und solche Sachen. Das überrascht keinen mehr, aber vor 400 Jahren, wow. Wie ist so der Standpunkt Bayern für die Astronomie? So für den Laien, ist sicherlich sehr interessant, glaube ich, weil der Bayerische Rundfunk da viel gemacht hat. Ob der Standort Bayern jetzt so bevorzugt ist, also für den Amateur geht es immer ums Wetter. Wetter plus Infrastruktur. Also Amateure haben oftmals ihre eigene Technik
Und dann geht es halt darum, okay, wie ist der Standort in Bezug auf, wie sind die Sonnenhäufigkeiten, die Sonnenscheinwahrscheinlichkeiten und wie sieht es mit der Umgebung aus, Lichtverschmutzung, Luftverschmutzung und allgemeine Bevölkerungsdichte. Das ist etwas, wo sich zum Beispiel der Osten Deutschlands jetzt peu à peu immer mehr verbessert für die Astronomen, weil dort eine gewisse Endindustrialisierung stattfindet. Das heißt, da werden immer mehr Regionen, die früher sehr starke Lichtverschmutzung durch große DDR-Staats- und Industriebetriebe hatten, da wird das deutlich zurückgefahren und dann gibt es dort wirklich Regionen, die einen ganz hervorragend dunklen Himmel haben. Also so nördlich von Berlin, so auf dem Weg zur Küste, ganz hervorragend dunkle Standorte. Hier Bayern ist eigentlich auch nicht schlecht, wie gesagt, weil wir haben zum Beispiel die Alpen. Da kommt man auch etwas höher rauf. Das hat natürlich einen großen Vorteil, wenn man viel von der Luft unter sich lässt. Da sind die Bedingungen natürlich nochmal besser. Und in den Alpen wohnen auch nicht so viele Leute. Das heißt, das Lichtverschmutzungs-, Luftverschmutzungsthema ist geringer. Und damit sind die Sichtbedingungen natürlich angenehmer. Also viele Mitglieder des Vereins fahren halt häufig zum Beobachten raus aufs Land, weg von der Stadt, raus ins Gebirge. Auch im Winter gibt es ja diverse Straßen, die noch frei sind, wo man einfach nur weg von vielen anderen ist, um halt dann bei minus 20 Grad und so, wenn man da enthusiastisch sein will, dann hat zumindest sehr, sehr gute Bedingungen außenrum hat. Und sich dann halt die wirklich schwachen, die weit entfernten und schwachen Objekte anschauen kann. Und was haben die dann dabei? Die haben verschiedene Fernrohre dabei. Man kann mit jedem optischen Gerät am Himmel schon Spaß haben. Kleines Fernglas ist ja schon, sammelt ja schon viel mehr Licht als das Auge und ist halt schön und spontan und ganz unmittelbar. Oh, jetzt sehe ich da was. Oh, es ist technisch ganz einfach. Es ist relativ wenig im Weg. Oder es drängt sich relativ wenig dazwischen, zwischen mich und das Objekt. Ja? Das ist was sehr Unmittelbares. Oder halt, es geht bis zu Fernrohren, die fast in diesen Raum nicht mehr reinpassen. Die können sehr groß sein, die man in zerlegter Form transportiert. Mit denen man halt dann natürlich viel, viel weiter oder halt viel detaillierter sich die Objekte angucken kann, wo dann auch eine gewisse Ästhetik damit dann kommt. Stimmt es auch, dass viele Hobbyastronomen so eine halbe Stunde vorher die Augen geschlossen halten ja, oder Augenklappen tragen? Ja, das gibt's alles. Das ist ja, das menschliche Auge braucht ja relativ lange, um sich wirklich an die Dunkelheit anzupassen. Da stellt sich ja die Chemie im Auge um. Und das braucht mehr als eine halbe Stunde bei wirklich sehr guter Umgebungsdunkelheit, um das überhaupt zu erreichen. Deswegen kann man halt hier in der Stadt auch viele Sachen gar nicht machen, weil das Auge das hier wegen der Umgebungshelligkeit gar nicht kann. Und selbst wenn man sich in ein dunkles Zimmer setzt und das dort macht, kaum kommt man raus an den Stadthimmel, dann, oh, hier ist es aber sehr hell und dann würde es wieder rückwärts gehen. Also es würde gar nicht so sehr funktionieren. Also das gibt es auch. Es gibt Leute, die fressen vor der Beobachtung intensiv Heidelbeerkompott, weil da sind Stoffe drin, die das menschliche Auge benutzt, um nochmal besser sehen zu gucken. Also da gibt es viele Säulen. Ich dachte, da kommt jetzt LSD, aber wenn man ganz bunte Bilder sehen will, vielleicht sogar sowas. Aber da spekuliere ich nicht, was da hilfreich sein könnte. Okay. Da braucht man aber nicht ein Teleskop dann dazu. Einfach nur eine Wiese. Eine Wiese und Visionen, ja. Ich finde ein interessantes Thema, wenn man sich mit Weltraum beschäftigt ist, wo das menschliche Gehirn wahrscheinlich sehr lange braucht, um damit klarzukommen, ist das Thema Entfernungen. Ja. Und ich denke da immer sehr gerne an die an den Planetenweg beim Deutschen Museum, den ich entlang gegangen bin. Der fängt ja mit der Sonne an im Hof vom Deutschen Museum und führt, glaube ich, bis zum Tierpark Hellabrunn. Da ist dann der Pluto. Und was ich interessant finde, ist ja, wie rar dann die Planeten werden. Also, bis zum Jupiter ist es noch so eine okay Strecke. Die kann man sogar fast laufen. Und dann muss man schon richtig marschieren, bis dann irgendwas kommt. Und das ist eine interessante Idee, wie man Menschen die Entfernung zwischen Objekten im Weltraum nahelegt. Wie machen Sie das so? Oder was mich auch interessieren würde, ist, ein Astronom hat in Wirklichkeit auch nicht. Also der hat nicht wirklich eine Empfindung dafür, wie diese Entfernungen sind. Das sind ja letztendlich nur Zahlen, mit denen man arbeitet. Es sind ja viele Sachen, sind nur Zahlen. Wir haben natürlich auch unser eigenes Planetenmodell, wobei wir haben nur die Größe der Körper maßstabsgerecht. Die Abstände passen dann nicht dazu, weil sonst müssten wir allein schon in unserem Modell, wir haben 1:1 Milliarde als Maßstab, müssten wir schon 150 Meter in unseren Räumlichkeiten als Abstand zwischen Sonne und Erde jeweils hinkriegen. Das schaffen wir nicht. Wir sagen halt natürlich, dass diese Maßstäbe hier das und das dann erfordern würden. Wir versuchen es den Leuten zu erklären. Man muss natürlich auch sehr, sehr schnell von sowas wie Kilometer oder so wegkommen, weil einfach die Abstände viel zu groß sind und mit Kilometern immer noch was sind, dann wären die Zahlen so groß. Von uns bis zur Sonne 150 Millionen Kilometer, da hat jetzt einfach niemand mehr Lebenserfahrung mit solchen Zahlen. Ja, vielleicht ein erfahrener Taxifahrer, ich weiß nicht, der macht ein paar Millionen Kilometer im Jahr oder so und dann könnte man vielleicht noch, wenn du jetzt noch 200 Jahre alt werden würdest, dann würdest du vielleicht einmal bis zur Sonne oder so, aber das bringt dann wenig. Dann gehen wir halt meistens irgendwie auf Lichteinheiten. Sagt man, okay, von uns bis zur Sonne, das Licht braucht 8 Minuten. 8 Minuten kann man jetzt mit der eigenen Uhr einfach noch nachvollziehen. Von uns bis zum Mond sind es 1,bisschen was Sekunden. Das heißt, mit dem Mond könnten Sie noch halbwegs ein Gespräch führen, mit dem Astronauten auf dem Mond. Das hat man ja auch in den entsprechenden
Tonbändern und so weiter, beziehungsweise in den Videos von damals auch gesehen. Von uns bis zur Sonne, ich erzähle was, 8 Minuten später hören die das, antworten dann nach 16 Minuten, wird schon ein bisschen zach. Mhm. Ja? Und wenn man dann irgendwie noch weiter rausgeht, dann fängt man dann schon mit Lichtstunden und so weiter. Und dann kann man wiederum darum ein bisschen herleiten, okay, warum kann man jetzt ein Auto auf dem Mars nicht mehr direkt fernsteuern, wenn es da irgendwelche Erforschungen machen soll? Warum muss das schon relativ autonom fahren? Warum fährt es auch sehr langsam zum Beispiel, damit man eben Zeit hätte? Ah, da hinten kommt ein Berg oder so. Dann lässt man das Auto nicht mit 50 km/h über die Wiese brettern. Wiese, in Anführungszeichen. Sondern eben schön langsam, damit man auch Zeit für alles hat. Solche Aspekte. Dann hat alles, was dann weiter weg ist, kommt man dann mit Lichtjahren oder Tausende davon und dann wird es natürlich schwierig. Das kann man zwar, sind zwar Zahlen, die man sich merken kann, die man auch, wenn man sie sich gemerkt hat, irgendwann auch ein bisschen verinnerlicht hat, aber natürlich sind sie jenseits unserer Vorstellung. Mhm. Also ich kann das Lichtjahr kann man sich nicht jetzt im Vergleich zur Erdgröße oder so vorstellen. Mhm. Die Erde ist, keine Ahnung, ein Lichthundertstel Sekunde groß oder sowas in der Art, ja. Und das Lichtjahr ist halt einfach extrem, also man Hundertstel Sekunden mit Jahren über diesen Zeitaspekt, aber der Faktor ist so groß, dass er ja, 1 Euro im Vergleich mit Bankenrettung oder so, das sind auch so große Faktoren, so große Zahlen, wo halt dann die Anschauung einfach schon Schwierigkeiten macht. Mhm. Das ist auch das interessante Thema, wo halt dann wirklich die Herausforderungen sind, wo es halt wirklich dann auch sehr schwierig wird, wenn man über Kosmologie oder sowas mit den Leuten redet. Boah, von Urknall und solche Konstrukte, weil die halt ganz völlig jenseits unserer klassischen Alltagserfahrung sind. Und dann versucht man halt irgendwann mit irgendwelchen Modellen daherzukommen, die noch halbwegs so passen. Ja, stell dir jetzt diese Kugel vor, das ist eine Oberfläche und die kann man verbeulen, das ist dann Gravitation, die irgendwie so den Raum krümmt oder so, aber eigentlich ist das was N-Dimensionales und ja, und dieser Tensor beschreibt es relativ schön, der hat ganz viele Zahlen und ja, das ist immer so das Problem, dass man halt Modelle findet, die halt einen bestimmten Zusammenhang noch vernünftig erklären können und dann halt schaut, okay, und wo muss man mit dem Modell dann aufhören und dann wissen, okay, das ist jetzt nur ein Modell für diese Aspekte, aber an der Stelle merkt man dann sofort, dass es einfach nicht mehr passt und dann müsste man auf was anderes übergehen. Ja. Das ist natürlich ein häufiges Thema. Ich habe mir letztes Mal gedacht, weil man das fast in jeder nur erdenklichen Weltraum-Doku sehen kann, dass es bestimmte Dinge gibt, die sind wir halt gewohnt, die sehen wir ständig, ja, aber die in Wirklichkeit nichts mit der Realität zu tun haben, denn allein ein klassischer, auf dem Computer programmierter Flug sozusagen durch irgendeine Art von Sternengebilde. Ja. Und nach einer Weile habe ich gedacht, naja, aber um jemals so eine optische Erfahrung zu haben, das würde ja voraussetzen, dass das Auge selber sozusagen 10 Lichtjahre breit ist. Weil man könnte ja nie eine solche Perspektive einnehmen, dass so riesige Objekte um einen herum sich sozusagen so verhalten, wenn man sie durchfliegt. Und da denkt man so, eine Menge dieser Dinge, die wir so für gegeben nehmen, sind so gar nicht erfahrbar, sondern sie helfen uns, irgendwas zu verstehen. Also sie sollen cool sein in einer Sendung. Ja, klar. Aber ich rede auch gar nicht von der Geschwindigkeit, die man bräuchte, um sozusagen durch eine Galaxie durchzufliegen. Aber ich vermute mal, wenn man wirklich diese Geschwindigkeit annehmen würde, dann würde das draußen ganz anders aussehen. Wenn man diese Geschwindigkeiten annehmen könnte, die so scheinbar so irgendwas ganz weit jenseits der Lichtgeschwindigkeit wären, wenn man überhaupt noch sehen könnte, wenn es überhaupt noch ein nach draußen sehen gäbe. Ja? Es gäbe, glaube ich, einfach nur schwarz, weil vermutlich ja sämtliche Lichtfrequenzen dann einfach wegwandern und einfach nicht mehr sichtbar sind. Ja, es würde alles sehr interessant werden, aber zum Glück, oder was heißt zum Glück, haben wir in keinster Weise die Technik, um das auch nur ansatzweise zu machen und wissen nicht einmal, ob das überhaupt möglich wäre. Selbst da streitet man sich ja noch. Also derzeit ist jede Art von Raumfahrt ist ja etwas derzeit im Vergleich zu den Entfernungen, die man sich vorstellen könnte. Oh, wäre schön, wenn wir mal schnell mit deinen drei Besuchern zum Jupiter fliegen könnte. Mhm. Das können wir aus verschiedenen Gründen nicht. Energie ist halt das zentrale Problem. Und wie Sie schon sagen, in so ziemlich jedem Film, in jedem Science-Fiction-Show sind natürlich ganz, ganz viele Sachen drin, die man so dargestellt hat, damit sie halbwegs unsere Alltagserfahrung passen und damit es einfach cool ist oder damit nicht die Tonspur völlig langweilig wird, aber die halt zur Realität eventuell gar nicht passen. Ja? Also in jedem Weltraumgefecht, wo dann die Guten gegen die Bösen oder vielleicht sind auch alle böse, da wird immer so mit dem Laser geschossen und der Laser macht immer so ein Geräusch, das muss der auch machen. Sieht man den auch entlangfließen, den Laser und dann... Ja, wobei ich finde, das fängt schon bei viel einfacheren Sachen an. In so vielen Filmen heißt es dann plötzlich, wir müssen das Raumschiff anhalten, müssen jetzt stehen bleiben und hier quasi auf unser Rendezvous warten. Wenn man dann anfängt, darüber nachzudenken, wie funktioniert Weltraum,
dann merkt man, es gibt kein Stehenbleiben oder auf irgendwas warten. Man kann höchstens nur sich sozusagen in einem System einfinden, das in irgendeiner Art von Bezug sozusagen etwas kreist, aber man kann nicht einfach mittendrin stehen bleiben, weil das gibt kein Stehenbleiben. Ach so, ja, wenn die, sagen wir so, wenn die ganzen Prämissen, die da drin sind, dass wir ganz tolle Antriebstechnik haben und wow, dass die Energie auch gar kein Thema ist und so, dann wäre auch Stehenbleiben kein Problem. Dann würde man einfach nur bremsen. Und man würde quasi sich zum Mittelpunkt des, ja, der jeweiligen Galaxie machen. Dann quasi. Hätte man halt ein Triebwerk, das permanent in irgendeine Richtung regeln müsste. Ach so. Das könnte man sich dann auch. Ja, aber wo steht man da? Was ist das? Das hat ja keine Koordinaten, solange man nicht irgendeinen halt größeren irgendein Bezug herstellt. Irgendeinen Wüstenwunsch, was weiß ich. Wir stehen, was weiß ich, in 2 Wochen treffen wir uns auf der Verbindungslinie zwischen Sonne und Saturn so bei 2/3 oder so. Ah, ja. Das könnte man sich ja vereinbaren. Also im Sonnensystem kann ich mir das eben durch diese Bezugspunkte noch ganz gut vorstellen, aber so interstellar finde ich es ja wahnsinnig schwierig. Wäre sicherlich, also man hat ja als Rendezvous vorzunehmen. Könnte man machen, als man diese Voyager-Sonden gebaut hat, die man ja noch ganz weit nach draußen, die dann noch jetzt immer noch weit nach draußen driften, hat man ja auch so die kleine goldene Schallplatte und solche die Botschaft an die ganz weit draußen mitgegeben. Und da hat man auch versucht, die Position der Erde, also der Sonne genau genommen, anzugeben. Aha. Und hat man einfach nur gesagt, okay, hat man in irgendeiner lustigen Kodierung die Abstände zu, oder die, irgendwelche Winkel, die Abstände würden ja reichen, zu diversen Strahlenquellen. Und kaum hat man die Abstände zu 10 Strahlenquellen, gibt es ganz in der Galaxie nur noch einen Punkt, der das sein kann. Hat man da so quasi irgendwie auf diesen Informationsträger drauf kodiert? Das heißt, wenn irgendjemand das findet und das dann irgendwann verstehen würde, was man hat versucht, möglichst verständlich zu machen, dann könnte sagen, okay, diese Pulsationsfrequenzen, vielleicht könnte dann daraus dann zurückschließen, wo das hergekommen ist. Das ist natürlich das Problem, wenn er das erst 600.000 Jahre später findet, dann muss er quasi die Fliegeschwindigkeit von allen Objekten irgendwie zurückrechnen. Ja, also da sind schon viele Annahmen drin, aber besser als gar nichts hinzuschreiben. Ja, das stimmt schon. Und man muss ja auch mal die Lanze für Science Fiction brechen, dass es oft soziale Themen sind und nicht so sehr was Naturwissenschaften. Technische Korrektheit ist da nicht das Wichtigste. Technisch exakte oder gar korrekte Science Fiction wäre ein bisschen fad, sage ich jetzt mal. Also ein Astronom trägt das auch. Bis zum gewissen Grad. Ja, also für 20-30% der Bevölkerung ist Astronomie und Astrologie ja ein Ding und nicht zu unterscheiden und gleichwertig und gleich relevant. Mal damit muss man auch umgehen können. Ja. Weil ich glaube, man würde jetzt nicht viele Arachnologen finden, die jetzt Spinnenmonsterfilme toll finden. Also ich glaube, die kotzen so richtig ab, wenn sie das nur aus der Entfernung sehen. Muss man halt als Unterhaltung sehen. Arachnophobie, da gibt es ja ganz lustige Filme aus den 50ern, wo dann durch Strahlung riesige Spinnenmonster daherkamen. Mai. Man kann sich jetzt Gedanken machen, wie viele eigenartige Physikprobleme man jetzt hätte angesichts dieser großen Objekte, die dann nicht auseinanderbrechen oder so. Aber mein ist halt Unterhaltung. Wobei, ich könnte mir schon, also sowas wie interstellare Raumfahrt ist vollkommen Fiction, aber ich hoffe schon, dass wir innerhalb von 200 Jahren mal imstande sein sollten, zum Beispiel eine Sonde zu den nächstgelegenen Sternen zu schicken, also zu Sirius oder Proxima Centauri. Also das auf den Weg bringen könnte man es heute. Man will ja natürlich, dass die Resultate nicht erst in 200 Jahren... Ach so, ja, oder länger. Also auf den Weg bringen kann man es heute, das ist nicht das Thema. Sondern wenn die da ankommen soll, hat man halt das Problem der Energie. Raumfahrt ist, man muss ja erstmal Energie aufwenden, um von dieser Erde wegzukommen. Aha. Da braucht man halt 10 Kilometer, 11 Kilometer, irgendwas pro Sekunde als Fluchtgeschwindigkeit, um überhaupt von der Erde wegzukommen. Und das heißt, da braucht man viel Energie und das aus chemischen Treibstoffen, so wie man es derzeit macht. Chemische Treibstoffe, das ist dieser große Tank, den sie mit sich mitführen müssen, verbrennen zu können. Das ist halt, da haben sie ganz massive Grenzen. Also mit chemischen Treibstoffen werden sie keine sinnvolle interstellare Raumfahrt machen können, außer sie nehmen halt richtig viel Zeit in die Hand. Diese Ideen von Generationen-Raumschiffen, wo man dann ein Raumschiff macht, auf das man irgendwie ein paar tausend Leute draufstellt oder draufsetzt, die halt dann da ein paar hundert Jahre oder noch länger unterwegs sind. Und in der Zeit halt irgendwie funktionieren soll. Mai? Es gibt ja natürlich immer noch den Gedanken, dass das einfach getan werden wird müssen, weil wir früher oder später so viel Mist hier bauen auf der Erde, dass es die einzige Option bleibt. Ja, aber ich hoffe eigentlich nicht. Für was? Ja. Für wen? Aber wir wollten ja gar nicht so viel über Science Fiction reden. Ich wollte mal was fragen zum Sonnensystem. Und zwar, das Bild vom Sonnensystem scheint sich ja doch die letzten 10, 20 Jahre stark gewandelt zu haben. Also es kann ja sein, dass für die Fachleute das schon immer anders war. Aber ich würde mal sagen, als Laie hat man in den 70er Jahren dieses Gefühl gehabt von einem sehr leeren, einsamen,
Zustand von einigen Planeten, die da so in großen Entfernungen einsam um eine Sonne sich bewegen. Aber heute ist ein ganz anderes Bild. Heute mit all den transneptunischen Objekten und dem Kuiper Belt ist das ja, es ist ja mehr wie ein Bienenstock, der voller hunderttausende Objekte ist aller möglichen Größen. Also man hat natürlich in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr viel mehr Objekte entdeckt, als man halt vor 30, 40, 50 Jahren kannte. Man sucht ja heute auch mit riesigem Aufwand nach allem, was da kreucht und fleucht. Kann man verschiedene Begründungen geben, warum man das macht. Einer ist halt auch, man hätte gern gewusst, ob mal irgendwas auf die Erde fallen wird in absehbarer Zeit, weil man sich dann vielleicht adäquat davor fürchten will, weil das hätte ja gewisse Auswirkungen. Es ist zum Glück sehr selten, sonst gäbe es uns ja alle nicht. Also das Sonnensystem ist immer noch sehr, sehr leer. Im Schnitt sind zwischen den Objekten immer noch sehr, sehr viel Platz. Die ganzen Kuipergürtel und Transneptunisch und so weiter, das ist alles sehr, sehr weit draußen. Man kennt heute größenordnungsmäßig eine 500.000 Objekte, die so im Sonnensystem hin und her kreuchen und fleuchen. Je kleiner, desto mehr. Ja, also so im Bereich von ein paar hundert Metern kennt man, also das ist die überwiegende Anzahl. Und die wiederum kennt man auch alle nur, wenn sie halbwegs nicht allzu weit weg sind. Also ein paar hundert Meter großes Objekt werden sie beim Pluto so schnell nicht kennenlernen, weil der einfach so, weil es dann so schwach ist, dass sie das nicht bemerken. Aber alles, was halt so im Asteroidengürtel rumkreucht oder halt bis Jupiter-Entfernung, da finden sie natürlich eine ganz, ganz große Anzahl, die dann auch im Schnitt natürlich sich in dieser zentralen Scheibe sich bewegen, aber halt durch die große Anzahl haben sie auch alle anderen Bahnen noch dabei. Ja, und wir sehen das ja auch immer mal wieder, wenn, hat jeder hoffentlich schon mal gesehen, draußen, wenn halt Sternschnuppen in unsere Atmosphäre reinfallen und verglühen, das sind ja Sandkörner, die einfach nur, die wir dann als Verglühen in der Atmosphäre sehen. Und wenn es halt dann größer wird, gibt es halt sogenannte Feuerkugeln, wo vielleicht sogar Brösel bis zur Erde kommen. Meteorite wird das dann, kann man finden, wenn man ausführlich sucht. Also es hat, so fundamental strukturell hat sich es eigentlich nicht geändert. Die Anzahl der vielen kleinen Objekte, die man jetzt kennt, das hat sich natürlich erweitert in der Richtung. Oder das mehr an Verständnis über die große Anzahl der Objekte. Und was natürlich für den Normalbürger, für den war vielleicht die dramatischste Umwälzung, war dieses, was, Pluto ist kein Planet mehr. Was machen denn diese Astronomen? Wir haben das doch alle in der Schule gelernt, 1930 den Pluto entdeckt und jetzt soll der plötzlich kein Planet mehr sein. Wobei ich sage dann immer, also ich bin ja auf sowas auch mal angesprochen worden in so einem ganz normalen Spezi-Stammtischgespräch und ich habe gedacht, naja, aber in der alten Sichtweise war Pluto echt dieses vernachlässigte Schlusslicht, aber als so ein Transneptunier ist er jetzt der totale Chef. Also ich finde nicht, dass er degradiert wurde. Pluto wurde sozusagen zu einem führenden Planetoid erklärt. Warum hat man diese Entscheidung irgendwie so getroffen? Das war eine Mehrheitsentscheidung auf einer großen astronomischen Fachkonferenz, die halt für die IAU, die für solche Fragen zuständig ist. Und man hat immer mehr Objekte da draußen entdeckt. Also 1930 war Pluto da der Einzige. Und er war über Jahrzehnte hinweg der Einzige da draußen, wo man sagte, ja, ist ein vollständiger Planet. Und als man den entdeckt hatte, meinte man auch, oh, der ist deutlich größer als die Erde. Oh, großes Drum. Und dann ist immer, wenn man halt genauer gemessen hat und sich die Bahnbewegung angeschaut hat, wenn man Helligkeitsmessung und so weiter, hat man gemerkt, naja, ganz so groß kann er dann doch nicht sein. Und man hatte dann quasi, so, spätestens in den 70ern und 80ern war ja klar, hey Leute, das Ding ist nur 2000 Kilometer groß, das ist kleiner als unser Mond. Und er hat auch diese geneigte Bahn im Vergleich zu all den anderen, er hat diese stark elliptische Bahn, er hat dann wiederum einen Mond, der halb so groß ist wie er selber, also eigentlich ist es eher ein lustiges Doppelsystem. Und dann kam halt irgendwann, als man dann noch mehr Objekte da draußen entdeckt hat, die ähnlich groß sind, teilweise gibt es sogar welche, die ein bisschen größer sind sogar als er, Sedna ist ein bisschen größer, kleine Nuancen, dann war halt dann klar, so, jetzt müssen wir uns irgendwas über den Gedanken, einfach nur über den Begriff Planet machen, wo man sich über Jahrhunderte, Jahrtausende keine Gedanken machen musste, haben gesagt, okay, da müssen wir jetzt mal nachdenken, was wollen wir jetzt Planet nennen, weil es gibt diese ganzen kleinen Planeten, gibt es auch noch, damals kannten wir auch schon 20.000 Stück, ne? Was nennen wir jetzt noch Planet? Dieser Pluto ist 2000 Kilometer groß, dann gibt es da draußen also noch einen, der ähnlich groß ist, dann haben wir ja Vesta und Ceres und Pallas, und diese großen Objekte des Asteroidengürtels, die also auch schon 700, 800, 900 Kilometer groß sind. Ja, was davon nennen wir denn jetzt noch Planet? Es gibt Jupitermonde, die können Rückmonde Jupitermonde genannt werden. Ja, von der Größe des Körpers ja, wobei da bei denen ist zumindest ganz klar, die kreisen ja um ein noch deutlich größeres Objekt. Also man hat sich dann auf irgendeine Ansammlung von Eigenschaften und Kriterien geeinigt, wo man sagt, okay, also ein Planet muss groß genug sein, um durch seine eigene Anziehungskraft rund zu sein. Weil die kleinen Asteroiden, die können Kartoffelform haben, die können jede Form haben, wenn das Ding nur klein genug ist. Ab einer gewissen Größe macht die eigene Anziehungskraft das Ding einfach rund. So, das ist so eine Minimalanforderung. Alles, was nicht rund ist, also Kugel, ist kein Planet. So.
Und dann, was muss es noch können? Es muss auf seiner Umlaufbahn so halbwegs alleine und dominant sein. Ja, und das ist Merkur, Venus, Erde, Jupiter erst recht natürlich und so weiter, ist klar. Beim Pluto halt überhaupt nicht. Da gibt es noch viele andere, die da draußen rumkreuchen. Und er dominiert die halt überhaupt nicht, weil er halt ist nur einer von den vielen kleinen. Und er, also er dominiert in keinster Weise sowas wie die großen Planeten das zum Beispiel tun. So, und halt durch solche Kriterien kann man halt dann peu à peu zu so einem, zu solchen Zustandsdiagrammen, wo man sagt, okay, hier ist jetzt die Wolke der 8 großen Planeten und da ist die Wolke der vielen kleinen und Pluto passt also extrem viel besser in diese Wolke der kleinen hinein als zu diesen kleinen Gruppe von großen. Und dann, okay, das ist das Schöne an Naturwissenschaften, da kann man klüger werden. Da kann man Neues dazulernen und sich dann halt, und dann halt alte Meinungen oder beziehungsweise, also nur bezeichnen, den Pluto ist es egal, wie wir ihn nennen. Ja, ob wir ihn als Planeten klassifizieren oder als Dingsbums, ist ihm völlig egal, zum Glück. Ja? Und da hat man gesagt, okay, das muss man jetzt neu betrachten. Diese Klassifikation ist sehr viel sinnvoller und im Rahmen dieser Klassifikation bezeichnen wir dann jetzt nicht mehr als Planet. Und man hat ja vermutlich nicht damit gerechnet, dass auf diese Art und Weise so der erste große Shitstorm der Online-Geschichte entsteht. Das war wirklich interessant. Ja, da gab es dann ganz viele verschiedene Aspekte. Da gab es Leute, die gesagt haben, das ist der einzige in Nordamerika von Nordamerikanern entdeckte Planet. Kann man nicht einfach degradieren. Okay. Oder boah, das haben wir Millionen von Kindern, haben wir Merkreime beigebracht, wo der Pluto der letzte Buchstabe war. Jetzt muss man das alles wegschmeißen. Oh, das kann man doch nicht machen. Was sollen die denn dann glauben? Ja, wichtig, die sollen nicht glauben. Die sollen merken, dass in der Naturwissenschaft eben Fehler korrigieren kann, dass man sich da verbessern kann, dass man da dazulernen kann. Ja? Mhm. Viele, viele andere Systeme haben ja ihre fundamentalen Dogmen eigentlich nie angepasst. Und die gibt es immer noch so und das sind halt dann eher dogmatische Systeme und in Naturwissenschaften kann man sich eben verbessern, kann man neue Sachen lernen, neu klassifizieren, neu einteilen. Naja, also das war, aber wird immer noch diskutiert in gewissen Kreisen, aber von dieser großen Mehrheitsentscheidung, die damals passiert ist, ist immer noch, wie gesagt, auch immer noch mit Abstand die größte Anzahl von Astronomen ganz klar hinter dieser Entscheidung. Auch wenn man sich auch andere Klassifikationen vorstellen könnte, wo der dann anders einsortiert würde, wo man mehrere Grüppchen macht, aber er passt einfach wirklich nicht zu den großen Planeten, zu Objekten wie Jupiter oder auch zu den erdähnlichen, die ja auch auf ihren Umlaufbahnen relativ alleine und dominant von der Größe her sind. Und dazu passt einfach Pluto überhaupt nicht. Ich glaube, die Astrologen haben das auch recht krumm genommen. Das war lustig. Also, Astrologie ist ein weites Feld, ja. Ich weiß nicht, ob die das krumm nehmen, die drücken halt auf heute machen, früher haben sie noch ihre Horoskope, ihre Schreckensschau oder falsch betont, Entschuldigung, noch per Hand gezeichnet, heute fallen die aus irgendwelchen Computerprogrammen raus. Man müsste die Astrologen immer fragen, dieser Pluto, den ihr jetzt alle in eure Horoskope mit reinnehmt, der wurde ja 1930 erst entdeckt. Wenn der so eine wichtige Auswirkung hat, dass er damit rein muss, warum habt ihr uns eigentlich nicht vorher gesagt, dass es den gibt und wo es den gibt? Das muss doch der Astrologe, der das ja irgendwie spürt, weil er auch nicht begründen kann, warum diese Stellung dieser paar Gesteinsbrocken da draußen irgendeinen Einfluss hat. Der spürt das ja wohl irgendwie und hat das in Software, per Klick kommt dann dieses Gespür oder so. Da hätte man sich ein paar Vorhersagen gewünscht. Aber ich hab das so verstanden, dass, also ohnehin dadurch, dass der Pluto sich so langsam bewegt, verglichen mit anderen Planeten, spielt er auf der Ebene eines persönlichen Horoskops für den Astrologen eine relativ geringe Rolle. Es war schon immer so. Aha. Aber er wurde ja seit seiner Entdeckung sehr viel eingesetzt, weil er so lange braucht, um durch ein Sternzeichen zu wandern, ist es mehr so ein Herrschaftsplanet für ganze Generationen. Also es ist eine Verallgemeinung einer ganzen Generation und so, man kann sagen, bei dieser Generation, da war der Pluto sozusagen im Wassermann und das merkt man quasi diese ganzen Generationen in dem und dem Jahrzehnt an. Und das hat man denen natürlich jetzt ein bisschen weggenommen. Also ich bin mir sicher, dass die Astrologen Möglichkeiten und Argumentationen finden werden, warum sie seine Wirkungen weiterhin oder halt auch nicht benutzen oder beschreiben. Das ist ja sehr flexibel, es ist ja keine so organisierte Methodik, sondern wie komme ich jetzt von dieser, also eigentlich Astrologie, das ganze Horoskop ist letztendlich eine einzige Uhrzeitaussage, mehr ist das nicht. Zeit ist Uhrzeit und aus dieser Uhrzeit leitet sich ja alles andere ab. So, dann hat man also die Positionen in diesem einfachen, eigentlich eindimensionalen Diagramm, dann malt man dann noch irgendwelche willkürlichen Striche für die Sternzeichen hinein, die natürlich alle gleich breit sind und so weiter, ist ja wurscht. Und dann malt man halt irgendwelche Linien rein, aber das alles kommt nur aus einer Zahl, nur aus einer Uhrzeit. Und dann beginnt ja die Exegese. Aha, aha. Und da kommt ja dann die Freiheit.
Ich glaube, das größte Problem der Astrologie ist auch immer der Astrologe, weil letztendlich ist es irgendein Mensch, der es einem auslegt und ab da wird es verdächtig. Ab da wird es halt flexibel und vielseitig und damit kann es halt an die Situation und an den Kunden und an, ja, angepasst werden und das ist ja die Flexibilität, ja, sonst. Weil man kann da ja viele Aspekte sehen, die man sehr fragwürdig beschreiben kann und ja, das ist ein weites. Also wir haben hier die Situation, diesen minimalen Konflikt zwischen Astrologie und der Astronomie oder diese Verwechslungsthemen, die haben wir hier natürlich auch immer mal wieder. Da versuchen wir halt den Leuten da die Unterscheidungen ein bisschen nahezulegen, dass sie halt das dann selber für sich zumindest mal auseinanderhalten können. Wobei das ist interessant, das ist ja in Deutschland. In Deutschland hat die Astrologie keinen negativen Ruf. Das heißt, wenn jemand sie als Astrologe bezeichnet, dann meint er ihnen nichts. Ist es für ihn keine Beleidigung? Der meint ihnen damit nichts Böses. Ich habe das mal aus anderen Kulturen gehört oder da ein bisschen erlebt. Also im Islam zum Beispiel ist ja die Astrologie etwas, was im Koran explizit verdammt wird, auch wenn natürlich in der Bevölkerung mit ähnlicher Häufigkeit betrieben wird wie hier, aber egal. Ja? Und da habe ich mal erlebt, dass man da angefeindet wurde, wenn man gesagt hat, man ist Astronom. Da kam wieder diese Verwechslung, Astronom, Astrologe, naja, das ist irgendwie so mit Astro und da steht doch explizit im Heiligen Buch drin, na, sollst du nicht. Und da ist mir so auch noch nicht begegnet, dass diese Verwechslung quasi invertiert wurde, dass dann ein Vorwurf daraus entstand. Und man dann versuchen musste, wieder diese Unterscheidung zu treffen, dann zu erklären, was davon jetzt das eher Verdammte und was davon eher die Naturwissenschaft ist. Also ist interessant, ja. Also in Deutschland ist es ja ein weites Feld. Es gab, glaube ich, auch einen großen Revival. Also ich glaube auch gerade hier in München habe ich das sehr viel erlebt. Vor 20 Jahren waren viele Leute Astrologen und das hatte einen gewissen Coolness-Faktor. Also das waren plötzlich nicht irgendwelche schwuligen Leute, sondern das waren so in guten Anzügen, also so tragende, quasi eine Art Psychologen, die sozusagen sich diese alten Lehre bedienten. Ein erfolgreicher Astrologe kann sich auch einen vernünftigen Anzug leisten, weil er ja, also man kann da jetzt ganz viel Humbug und keine Ahnung was dahinter sehen und ganz viel ist es natürlich auch, aber ein guter, erfolgreicher Astrologe, der macht einfach sehr, sehr individuelle Lebensberatung. Der hat das als eins seiner Werkzeuge, mit dem er halt sein Publikum, seinen Kunden, Opfer wäre der falsche Begriff, seinen Kunden, einfach Ratschläge an die Hand gibt und dass er da jetzt als Begründung ein bisschen sein Horoskop heranzieht, wenn das, wozu er rät, wenn er da vernünftige Hinweise, Ratschläge gibt, mei, ja, zumindest weite Felder, gibt ja Leute, es gibt ja... Man kann auch Runensteine werfen oder Tarotkarten, also es gibt natürlich schon immer irgendwelche interessanten psychologischen Konzepte, die dahinter stecken, die nicht so ohne sind. Die Frage ist nur, ob jemand sozusagen sich da so weit konditionieren lässt, dass er plötzlich nach Karten lebt. Ja. Nach Würfeln. Wie viel Macht und Einfluss gönnt man diesen Systemen, die man dann oftmals auch nicht selber unter Kontrolle hat natürlich und die man sich auslegen lassen muss, wo man also regelmäßig seinen Obolus an einen Exegeten, einen Ausleger dann leisten will, das natürlich auch diese, also wie weit das halt bei den Leuten dann psychologisch geht, wenn da so große psychologische Abhängigkeiten entstehen, die dann teilweise auch es gibt ja alle wie in vielen Glaubenssystemen, alle negativen Ausregungen bis zu vollständigen Abhängigkeiten, bis zu ganz dramatischen Entwicklungen, wo die Leute dann also völlig in diesem Thema aufgehen und dann sich also wirklich auch mal selber Schaden zufügen oder halt wichtige Dinge, die sie bräuchten, um gesundheitlich oder sonst wie sich zu retten, dann nicht tun, weil das dann diesem oder jenem Kultanteil widerspricht. Also gibt es natürlich, wie bei vielen solchen Glaubenssystemen, alle Auswüchse in alle Richtungen natürlich auch. Ja. Aber ist es doch jetzt irgendwas, wo viele Naturwissenschaftler jetzt einen richtigen, also richtig auf dem Feldzug sind, nicht? Weil ich glaube, dass Aberglaube und bestimmte, es gibt ja auch einen starken Versuch, mal wieder so Gottesbilder so zurück in die Naturwissenschaft einzuschleusen auf aller möglichen Arten. Also ob das die Kosmologie ist oder Evolution. Und da, also das ist ein richtiges Schlachtfeld im Augenblick, habe ich das Gefühl. Also ein akademisches Schlachtfeld auf Podien, aber es ist schon richtig was los. Das kann man positiv sehen, weil es natürlich auch eine gewisse Auseinandersetzung mit den Themen und damit auch eine gewisse Möglichkeit gibt, dass die verschiedenen Parteien ihre verschiedenen Herangehensweisen halt auch rational im Rahmen der jeweils verfügbaren Rationalität, weil manche dieser Herangehensweisen sind ja nicht so rational, was man dann auch bemerken kann und so weiter, darstellen können. Es gibt da natürlich intensive Auswirkungen. Es gibt also viele Sachen, die bei uns in Deutschland zum Glück nicht ganz so schlimm sind wie in anderen Ländern, wo also dann
intensiv man sich mit Kreationisten und auseinandersetzen muss und die halt dann versuchen, halt ihren Kult oder ihre Auslegung, ihre Bibelauslegung dann in die Schulen hineinzupressen und das als völlig gleichwertige Theorie für die Entstehung der Arten oder Ähnliches halt darzustellen, wo man sagt, nee, tut mir leid, das ist... Wie stark ist das in Deutschland, so Kreationismus? In den USA, das ist eine riesige Geschichte, die finanzieren die ganze Schulen. Es gibt das in Deutschland auch, es ist in den Schulen bei weitem nicht so stark. Im allgemeinen Umfeld kommt es ein bisschen, aber in den Schulen ist es durch die etwas stärkere Reglementierung des Schulwesens bei weitem nicht so stark. Ja? Das ist ein Unterschied zu den USA, wo diese religionsbasierten Systeme sehr viel stärker sind, also je nach Region natürlich, wo auch dann wieder, wo der Enthusiasmus, da halt die entsprechende Fahne hochzuheben und dann, boah, das da publizieren, also das ist in den USA ist es sicherlich deutlich stärker. Oder das ist sehr viel, ich glaube, es ist einerseits stärker, es ist auch sehr viel sichtbarer, als es in Deutschland ist. Ja. Ist das ein grundsätzliches Problem von unserem Gehirn, dass wir uns manchmal ein bisschen unzufrieden und einsam fühlen, wenn wir nicht zusätzlich einen Demiurg im Spiel haben, der quasi die Schrauben justiert, die dann unser Universum, unser Leben ausmachen? Ist das so, dass das schwer ist, dass es egal wie rational man das jemand erklärt, dass da einfach eine Leere übrig bleibt? Ich habe den Begriff der Glaubenslücke, dass jetzt quasi, weil die klassischen Religionen immer seltener geglaubt werden, dass da bei vielen Leuten eine Lücke entsteht, die sie ja dann mit anderen Dingen füllen wollen oder bereit sind, die sich füllen zu lassen. Das habe ich schon häufig gehört. Das merkt man auch in gewissem Umfang. Ja? Also ich glaube, bin sicher, dass viele Facetten des Aberglaubens, die man heute hat, oder heute ist natürlich alles sehr viel sichtbarer durch das Internet und ähnliche Medien, wo man halt sehr viel mehr, sehr viel eher sieht oder aufgezeigt bekommt, als es früher war. Ja? Also heute, das Internet ist ja ganz was Tolles, jeder Zugriff auf jedes Stück Wissen irgendwie auf der ganzen Welt und auf alles, was irgendwo, wo ein Stück Reis umfällt, man kann das heute mitbekommen und auf jede wirre Meinung, die irgendwo irgendjemand publiziert, die kann man heute halt, oh, guck mal, da schreibt aber doch einer. Ja, das ist einer, der schreibt da was und nur weil der das schreibt und schön, dass das kann und auch ganz unzensiert, deswegen ist es noch lange nicht richtig oder gar vernünftig. Ja? Und das ist, einerseits ist es natürlich toll, dass da ganz viele Publikations- und sich Darstellungs- und sich Veröffentlichungsmöglichkeiten da sind. Andererseits ist natürlich heute die Notwendigkeit dazu zu selektieren, da ein bisschen auszusieben und halt solche Quellen zu bewerten, natürlich heute viel wichtiger, als es früher war. Ja? Mhm. Früher gab es halt Zeitungen, gab Zeitschriften, da hing jeweils eine Redaktion dahinter, die in Deutschland auch juristisch für die Inhalte verantwortlich war, der sie dann noch ein bisschen an den Karren fahren konnten, wenn das sachlich extrem falsch war. Im Internet haben sie da viel mehr Möglichkeiten, sich und ihre wirren Ideen darzustellen und darauf springen manche Leute an und finden halt dann da ihre Bachblütentherapie und ihre UFOs und ihre esoterischen Kristallsteine und dann rühren halt einen großen Topf und kommen da zu Ersatzdingen, die früher vielleicht eher, wo halt diese Glaubensbedürfnisse früher halt eher von den klassischen Religionen abgedeckt wurden. Ja, wie viele religiöse Feiertage hat man heute oder befolgt sie noch oder kennt die Hintergründe? Früher gab es keine Ahnung, wie viele Dutzend klassische katholische Heilige, die früher alle paar Tage war ein neuer Heiliger dran, wo man die Story dahinter kannte, wo also ein gewisses Glaubensbedürfnis abgedeckt war. Ja. Und heute verwässert sich das, wird das immer unbekannter und für viele Leute scheinbar immer weniger attraktiv. Und dann haben die aber das Bedürfnis, da was anderes zu finden. Und dann, früher habe ich also täglich meinen Rosenkranz gebetet und hatte meine starken Kirchenzugehörigkeiten. Und heute glaube ich halt an Bachblüte oder sowas. Ich weiß es nicht. Also da ist. Ja. Der Zugang ist dann vielleicht auch leichter. Ich meine, die meisten Menschen machen dann keine unmittelbare Erfahrung von Größe anhand eines naturwissenschaftlichen Modells, sondern es ist ja viel einfacher, mal in einen Buchladen zu gehen und man kauft sich irgendein Buch, das ein Vorwort hat, das irgendwas Tolles verspricht. Ich habe immer eine Frage, es war ja auch mal ein Dogma, dass die Erde im Mittelpunkt von allem ist. Das ist ja jetzt widerlegt, also die Erde dreht sich um die Sonne, unser Sonnensystem ist in Teil unserer Milchstraße, ja? Ist ziemlich an so einem Außen, wie sagt man? Arm, Ast. Und es gibt ja die Urknalltheorie, dass alles an konzentrierten Punkt gab es Energie und ist dann
jetzt dehnt sich alles aus. Kann man eigentlich die Mitte von unserem Weltall, gibt es überhaupt? Also ich versuche mir das so als den Luftballon, der sich immer weiter ausdehnt, und irgendwo ist ja auch vor einem Luftballon die Mitte, aber scheinbar funktioniert das beim Weltall. Das ist bei Kosmologie, also Kosmologie ist halt vor allem diese Aspekte, die sind halt sehr, sehr, sehr schwierig, weil sie halt mit unserer Lebenserfahrung, mit unserem, hier ist ein Tisch, den kann ich anfassen, hier ist eine Kugel, eine Billardkugel, Fußball, was auch immer, und den kann ich drücken und so. Damit hat Kosmologie halt ganz, ganz wenig zu tun. Wenn Räume entstehen und sich ausdehnen und dieser Raum dann nicht eben sowas für uns Erfassbares wie ein Ball oder ein Luftballon ist, sondern wenn man da noch ein oder zwei Raumdimensionen mehr dann braucht, und also man wie auf einer Kugel könnte man ja geradeaus laufen und man würde nie an eine Grenze stoßen, man würde halt mehrfach auch rumlaufen, aber trotzdem ist dieses Ding endlich in seiner Größe. Yeah. Aber diese Kugeloberfläche ist dann eigentlich etwas Zweidimensionales, und yeah, Teile des Universums oder das Universum kann man sich jetzt auch als höherdimensionale Variante davon vorstellen. Ich kann immer in eine Richtung fliegen, eventuell, ja, und stoße nie auf eine Mauer oder auf eine Kante der Welt, wo ich runterfalle, wie man sich das früher mit einer scheibenförmigen Erde vorgestellt hat. Und trotzdem ist dieses Universum trotzdem endlich groß, weil ich halt dann irgendwann anfange, eine Krümmung zu fliegen, und irgendwann komme ich vielleicht am gleichen Fleck wieder an, aber ich bin ja nicht immer geradeaus geflogen. Also das sind halt Sachen, die halt dann mit unserer Lebenserfahrung als ganz, ganz schwierig oder eigentlich überhaupt nicht in Einklang zu bringen sind. Wir sind halt ganz klar dreidimensionale Menschen, das ist unsere Lebenserfahrung, das sind wir, das kennen wir aus unserer Lebenserfahrung in bestimmten Größen. Schon Entfernungen im Sonnensystem sind ja für uns ganz schwierig zu erfassen und darüber hinaus nochmal schwieriger. Und da war natürlich so ein ganz klassisches Erde im Zentrum, von Planetensphären und Sternensphären umgeben und das zentrale, von einer Gottheit geschaffene Ding und so weiter. Das war natürlich sehr viel anschaulicher, auch sehr viel gemütlicher in Anführungszeichen. Also sehr viel Trost spenden, das ist vielleicht übertrieben, aber es war sehr viel überschaubarer als jetzt eine Vorstellung, Mai, du bist da auf dieser Erde, die ist nur einer von den Dingern, die um diese Sonne rumkreisen. Die Sonne ist nur eins von Hunderten, von Milliarden von Sternen in unserer Galaxie, nur einer von diesen vielen. Da gibt es noch viele andere, ja, und die entwickeln sich, die vergehen und die entstehen, und boah, du bist so ein, nicht nur du persönlich, sondern auch diese Erde ist so ein temporäres Konstrukt, in Anführungszeichen, ja. Und dann gibt es noch so viele andere Galaxien, und das hat sich entwickelt und war vielleicht, kam alles aus einem für den Normalbürger wieder nicht verständlichen physikalischen Konstrukt heraus, und wow, das kann für Leute sehr, 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 sehr unheimlich wirken. Ja. Ja, dieses im Vergleich zu anderen. Das ist ja eine kollektive Angst, dass wir nur so Zaungäste sind im kosmischen Spektakel und nicht im Mittelpunkt stehen. Mich würde mal interessieren, weil wir jetzt über die Milchstraße gesprochen haben, es muss eine besondere Herausforderung sein für die Astronomie, über jene Sterne zu erforschen, die sich ja sozusagen auf der anderen Seite des Tellers befinden, nicht wahr? Weil die sind ja nicht so wirklich sichtbar. Richtig, das ist interessant. Wir kennen also unsere eigene Galaxie in manchen Aspekten sehr viel weniger gut als andere, weil wir einfach, das ist so quasi, als würden Sie in einer Stadt sitzen, an irgendeiner Straßenkreuzung, und Sie können halt auf diese Kreuzung gucken, aber Sie können sich halt nicht bewegen. Und diese Häuser, durch die Sie da durchgucken müssten, sind alle relativ undurchsichtig. Und dann haben Sie halt relativ schnell Schwierigkeiten. Ab und zu kommt mal so ein anderes Auto vorbei, dann wissen Sie, okay, da hinten kommen jetzt so viele Autos, dann geht es wohl noch irgendwie weiter. Aber Sie haben halt Schwierigkeiten, da wirklich sich diese Struktur von dieser Stadt irgendwie zu erfassen, weil halt so viel im Weg ist. Und es ist halt in unserer Galaxie, in dieser Milchstraße, in der wir drinnen sind, die so eine flache Scheibe als Zentralelement hat, halt auch das Problem, dass halt da viele undurchsichtige Staubregionen kommen, wo man halt in diversen Wellenlängen halt nicht durchgucken kann. Und weil halt dann vieles hintereinander kommt, und dann wird auch die Entfernungsmessung, ist das so ein ganz zentrales, aber auch schwieriges Thema. Und bei anderen Galaxien, was weiß ich, der Andromeda-Nebel, die nächste große Galaxie, die so 2 Millionen Lichtjahre entfernt ist, die sieht man halt schön fast frontal am Himmel stehen. Und da kann man also in manchen Beziehungen sehr viel einfacher drauf gucken und Strukturen und so weiter erkennen, weil man schön über der Stadt, in Anführungszeichen, schwebt und sofort halt quasi das Layout von irgendwelchen Straßenzügen so in diesem Bild erkennen könnte. Das ist auch so ein Thema natürlich, ja. Also man kennt also die näheren Regionen unserer Galaxie, kennt man halbwegs, aber das, was zum Beispiel ganz auf der anderen Seite, also jenseits des Zentrums der Galaxie ist, da wird es halt schon sehr schwierig, weil halt sehr, sehr viel im Weg ist. Und weil auch dann die Entfernungsmessungsmethoden, je größer die Abstände werden, immer schwieriger und auch immer ungenauer werden. Also Entfernungsmessung ist ein ganz fundamentales Problem der Astronomie. Und je weiter raus man geht, desto, dann ist man irgendwann froh, wenn die Größenordnung stimmt. Das sind jetzt so im Bereich von 1,5 Milliarden Lichtjahr, können auch 2 sein. Ja, so genau ist es dann nicht mehr. Ja? Das ist eins der spannenden Themen. Astronomie ist ja eine Naturwissenschaft, wo sie
zwar Messungen machen können, aber sie können in dem Sinn keine klassischen Experimente machen, wo sie was beeinflussen können. Wenn sie sich mit Biologie beschäftigen oder mit Chemie, dann können sie irgendwas zusammenmischen und dann blubbert das und dann, oh, da können sie was beeinflussen, da können sie Experiment machen. In der Astronomie können sie, ich hätte gerne mit der Sonne experimentiert, ja, die ist 100-mal größer als die Erde und, ja, millionenmal schwerer, da experimentiert man gar nicht, da kann man nur passiv messen. Mhm. Und bei anderen Objekten kann man auch immer nur passiv messen, man kann das nicht beeinflussen. Mhm. Das heißt, wenn man Sternentwicklung sich angucken will, wie sich Sterne im Laufe ihres längeren Lebens halt verändern, dann muss man gucken, welche Zustände sieht man denn jetzt derzeit gerade. Mhm. Und ja, der Stern, der wäre interessant, aber da müsste man noch in einer halben Million Jahre, da wird es wirklich interessant für den. Ja, aber das ist halt jetzt nicht erreichbar. Das heißt, man muss hier etwas anderes suchen, oder halt aus dem, was man jetzt sieht, halt auf andere Zustände dann Rückschlüsse finden. Das ist einer der interessanten Aspekte der Astronomie, dass sie halt eine reine, eigentlich weitgehend eine passiv messende Wissenschaft ist, weil man halt in dem Sinn keine verändernden, manipulierenden Experimente machen kann. Ja, das ist ja, in anderen Aspekten, in anderen Bereichen ist das wieder anders, ja, also in anderen Wissenschaften. Das ist so, dafür ist in der Astronomie halt alles drin. Sie haben wieder die kleinsten Krümel, sie brauchen die Atome, um damit die großen Körper der Astronomie zu verstehen. Es gibt sowas wie Astrobiologie, Astrochemie, kann man sich ganz, ganz viele, es sind so alle Naturwissenschaften da so mit drin, um halt die ganze Vielfalt der Objekte im Universum zu verstehen. Das ist was sehr Schönes natürlich, die Vielseitigkeit. Ich habe ja auch gelesen, dass unsere Galaxie, dass die leicht verbogen ist, weil sie ja gravitationstechnisch mit den Magellanschen Wolken interagiert. Okay, wusste ich auch nicht vorher. Alles zieht aneinander, alles verbiegt einander. Die Magellanschen Wolken sind ja Begleitgalaxie von unserer großen Galaxie, deutlich kleiner. Aber weil die halt darum kreisen, haben sie eine Auswirkung natürlich und verformen unsere Galaxie leicht, was jetzt dem einzelnen Stern überhaupt nichts tut. Ja? Also ob unsere Sonne mit ihren ihren Planeten jetzt an der Stelle der Galaxie ist oder ein bisschen woanders, würde für die Sonne selber keinen großen Unterschied machen. Und in ein paar hundert Millionen Jahren kommen wir da an unserem Andromeda-Nebel, also der kommt uns immer näher, mit der wird dann intensiv mit unserer Galaxie wechselwirken und auch da werden sich die Formen ganz deutlich verändern. Das wird relativ spektakulär dann aussehen über sehr große Zeiträume, über Milliarden von Jahren und so weiter. Aber es wird der Sonne selber vermutlich eigentlich so gut wie nichts machen, weil einfach extrem viel Platz zwischen den einzelnen Sternen ist. Also auch wenn Galaxien können durcheinander durchfliegen und dann ändern sich die Strukturen ganz grundlegend in den Galaxien, aber den einzelnen Sternen macht das eigentlich nichts, weil einfach so beliebig viel Platz dazwischen ist. Ja? Es ist fast unwahrscheinlich, dass es da jemals zwei Sterne die treffen, aus zwei Galaxien. Die treffen sich so gut wie nie. Ja? Ja, ja. Also unsere Sonne ist größenordnungsmäßig ein paar Lichtsekunden groß, ja, also 1,5 Millionen Kilometer, also ein paar Lichtsekunden, und der nächste Stern ist mehrere Lichtjahre entfernt. Also vergleichen Sie Sekunden mit Jahren. Da ist richtig Platz. Mhm. Ja, bei Galaxien ist das anders. Galaxien können im Vergleich zu ihrer Größe schon relativ nah dran sein. Deswegen können die auch kollidieren, so wie Autos. Autos sind im Vergleich zu ihrer Größe relativ nah dran. Deswegen kollidieren die immer mal wieder. Aber bei Sternen, wie gesagt, Sekunden im Vergleich zu Jahren. Die begegnen sich einfach so selten, also eigentlich faktisch nie, dass da von Sternen, die nicht gemeinsam entstanden sind, eigentlich es nie zu irgendwelchen Berührungen und Begegnungen kommt. Das ist auch wieder ein interessanter Aspekt. Also Galaxien wirkt durch, die können sich wirklich, also so eine Hand und da an der ausgestreckt, dann an der anderen Arm, dann die zweite Hand, aber bei Sternen, die sind im Vergleich zu ihrer Größe wirklich sehr, sehr weit weg. Außer sie sind gemeinsam entstanden. Also Sterne sind ja auch was Tolles. Unsere Sonne ist ein einzelner Stern. Das ist eigentlich so ein bisschen langweilig, dass da gar keine zweite Sonne noch daneben wäre. Dann gäbe es uns wiederum vermutlich nicht. Aber es gibt ja viele Sterne, die Teil von Doppel- oder gar Mehrfachsternen sind. Und dann entwickeln die sich teilweise unterschiedlich schnell, je nachdem, wie groß sie am Anfang waren. Und dann können die sich stark beeinflussen, wenn sie nah dran. Dann kann der eine Stern vom anderen Stern Materie absaugen, bis halt so viel angesaugt wurde, dass dann da plötzlich wieder die Kernfusion neu startet, obwohl der schon längst fertig gewesen ist. Also gibt es ganz, ganz, ganz tolle Sachen im Universum. Ja? Gar nicht so selten, diese Doppelsterne. Doppelsterne ist eigentlich halbwegs der Normalfall. Also ein einzelner Stern ist eigentlich relativ unwahrscheinlich. Ist gar nicht so das Häufigste, sondern Doppeln- oder Mehrfachsterne ist eigentlich halbwegs normal. Ja? Und dann Planetensysteme um diese Sterne sind auch vermutlich absolut der Normalfall, weil einfach bei diesem Stern entstehen ja aus einer initialen Gaswolke, die von außen so einen Tritt bekommt und dann anfängt zu kollabieren, dabei halt Drehimpuls bleibt irgendwie erhalten, das heißt, dann entstehen dann Rotationsbewegungen und es kommt nie immer nur eine zentrale Verdichtung raus, also ein Stern, es bleibt immer irgendeine Scheibe mit Zeug übrig und daraus entstehen dann Planeten. Mhm. Und das ist ja auch was Tolles, vor 30, 40, 50 Jahren war man sich nur bei ganz, ganz wenigen Sternen außerhalb der Sonne überhaupt sicher, dass sie auch Planeten haben. Und heute kann jeder Amateur bei diversen Sternen nachweisen, dass da Planeten rumkreisen mit den Messmethoden, die heute mit digitalen Kameras funktionieren. Also da hat sich auch das Wissen und das Verständnis deutlich entwickelt. Ja? Und auch das Wissen, das heute quasi um ganz viele andere
Sterne, Planeten rumkreisen. Und dass es da wohl auch von der Größe her sicherlich auch erdähnliche gibt, das ist heute sehr, sehr sicher. Mhm. Ob die dann angenehm zum drauf rumlaufen wären, ist nochmal eine ganz andere Frage. Technisch sehr aufwendig, das zu messen. Und selbst wenn ich wüsste, da in nur 10 Lichtjahren Entfernung gäbe es einen Stern mit einem Planeten und der ist wohl auch im richtigen Abstand und der könnte vielleicht angenehm sein, wenn ich nicht hinkomme, das ist sowas, wow, ich kann von den Malediven träumen, aber auf die Malediven kann ich mit einem großen Geldaufwand zumindest noch hinfliegen. Zu einem anderen Stern ist es halt technisch... Da gibt es ja, glaube ich, auch noch dieses Fermi-Paradox, nicht wahr? Dass man letztendlich auch nicht erwarten kann, dass man sich zivilisatorisch auf einer Skala von mehreren Millionen Jahren zufällig mal in einem Bereich der eigenen Zivilisation begegnet, wo man imstande ist zu kommunizieren. Das ist auch man so. Man könnte theoretisch in eine Richtung gucken, wo eine Zivilisation bestanden hat vor einer halben Milliarde Jahre. Gleichzeitig haben dann die vielen UFOs, die ja scheinbar auf der Erde immer wieder ankommen, es gibt ja so viele Berichte davon, dann haben diese Leute aus den UFOs nichts anderes zu tun, als irgendwie bei Bauer Smith im Garten zu landen und ihm die Kühe zu klauen. Also wenn ich jetzt ein UFO wäre, würde ich mich entweder, weil die UFO muss eine ganz tolle Technik irgendwo sein. Also sonst, wir könnten ja diese Entfernungen, die wir heute in keinster Weise auch noch ansatzweise zurücklegen, die können das ja scheinbar irgendwie machen. Also es muss eine ganz tolle Technik sein und navigationsmäßig müssen sie auch ganz gut sein. Und dann stürzen sie entweder irgendwo in Roswell oder so blöd ab und man fragt sich, müsst ihr doof sein, ja? Alles andere habt ihr Geschäft und dann fällt er da runter. Oder sie haben dann nichts anderes zu tun, als dann irgendwie die Kühe zu klauen oder den Bauer Smith zu misshandeln. Sie brauchen sie zur Vermehrung wahrscheinlich. Nein, wenn sie diese Reise schaffen und dann auch auf die Idee kommen, zur Sonne zu fliegen, und weil die Erde ist ja mit auffällig, ja. Mhm. Warum soll ich jetzt gerade zur Sonne fliegen? Es gibt so viele andere Sterne, warum jetzt zur Sonne? Oder haben die alle ausprobiert, was mühsam wäre? Und dann, entweder schaffen sie es nicht, sich unauffällig zu verhalten, müssen dann die Kühe klauen, oder sie sind zu doof, wenn sie sich schon bemerkbar machen wollen, dann müssen sie irgendwelche Kornkreise machen. Oh Gott, muss man den Korn. Oh, uns ist nichts Blöderes eingefallen, haben halt einen Kornkreis gemacht, dann sind wir wieder nach Hause geflogen. Man könnte mal bei einem Fußballspiel, bei einer Weltmeisterschaft, da gab es so ein Finale, da haben 3 Milliarden Leute zugeguckt, hätten wir mal im Stadion landen können. Guten Tag erstmal, wir sind vom Planeten Ibisbruch. Wir kommen in irgendwelchen Absichten. Ja, aber keine außerirdische Zivilisation will mit Fußballfans reden. Also das ist einfach. Ja, es haben auch viele. Das ist ja wirklich nicht. Das ist ein schwieriges Argument. Ja, da haben auch viele andere zugeguckt, sagen wir mal. Ja, das stimmt. Also. Aber ich meine, so ganz ohne ist das Thema nicht insofern, als dass. Also Astronomie scheint ja auch ihre Modewellen zu haben. Ja, irgendwann ja, in den 70er sicher. Jahren werden sowas wie Pulsare oder Quasare oder schwarze Löcher angesagt gewesen. Heute sind es ja schon die Exoplaneten. Das ist ja mit Kepler und das ist das große Thema. Also, dass natürlich in dem Scharnier zur öffentlichen Meinung in Form von Dokumentarfilmen, dass es sich zu 90% ständig nur um die Suche nach dem Außerirdischen dreht, Das ist für einen Astronomen eher ärgerlich, weil ja sozusagen, also man könnte ja sagen, Kosmos ist ja auch ohne den Außerirdischen faszinierend genug, man muss ja nicht ständig so vorschieben. Aber auf der anderen Seite, was ist, wenn sie kommen werden, die Biomarker, und in den nächsten 10, 20 Jahren? Oh, ja, wir müssen uns dem irgendwie stellen. Es ist ein interessantes Thema. Es gibt ja auch Leute, die sagen, es gibt Leute, die mit großen Radioteleskopen irgendwo hinfunken. Schau mal ein, wir sind hier und so weiter irgendwo hinfunken. Zum Glück, vielleicht keine so gute Idee. Vielleicht keine gar nicht so gute Idee. Zum Glück sind Funksignale sehr langsam und wir senden ja seit 50, 60 Jahren bizarre Fernsehprogramme ins Weltall. Zum Glück sind diese Signale erst jetzt 50 Lichtjahre weit gekommen. Also haben noch nicht so viele Leute gesehen. Ich weiß nicht, irgendwelche Sitcoms aus den 50ern. Oh, da würde ich mich jetzt außerirdisch vielleicht auch abgeschreckt fühlen. Ich weiß es nicht. Je nachdem, vielleicht können sie es nicht entziffern. Ja. Es ist ein weites Feld, man kann ganz wenig dran drehen, also die Wahrnehmung in der allgemeinen Bevölkerung ist natürlich ein spannendes Thema. Jetzt, wo man die Möglichkeit hat, nach Leben draußen zu suchen, ist natürlich etwas, was man auf jeden Fall tun wird und tun muss, weil es auch etwas allgemein Verständliches natürlich ist. Seit die Steinzeitmenschen irgendwie aufgehört haben, vom Stein und vom Felsen nur auf den Boden und auf die Beute zu gucken, sondern ab und zu den Sternen raufgeguckt haben, stellen sich schon die Frage, was ist das da oben, was sehe ich? Und irgendwann hat man dann verstanden, okay, das sind Sterne, die sind ähnlich wie unsere Sonne und da kreisen auch Planeten rum. Und dann ist natürlich die Frage, was ist noch da draußen? Sind wir denn die Einzigen? Sind da noch andere da draußen? Das ist natürlich eine wirklich ganz, ganz fundamentale Frage für den Menschen. Ja? Und dass man jetzt die heute mit den modernen Methoden natürlich immer besser auch untersuchen kann, ist schön. Und deswegen werden diese Experimente und diese Untersuchungen natürlich auch gemacht. Und das kann man
den jeweiligen Leuten in dem Bereich arbeiten, natürlich auch nicht absprechen, dass sie halt da mit diesem Thema, das ja plakativ ist, natürlich auch die Öffentlichkeit ansprechen. Ja? Andere Themen, schwarze Löcher, Pulsare, sind natürlich immer noch interessant weil sie halt sehr, sehr extreme, sehr, 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 sehr dynamische, sehr, 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 sehr interessante Objekte auch für sich sind. Aber heute hat man eben noch andere Sachen zur Verfügung, um halt, oder andere Objekttypen, andere Fragegebieten wie dieses Leben im Weltall, das natürlich einfach dann die Bevölkerung mehr interessiert oder leichter fesselt, leichter verständlich zu machen ist, als Frage, wo es wert ist, Aufwand zu investieren, als wenn man sagt, ja, wir wollen jetzt die Pulsare genauer verstehen. Mhm. Weil bei Pulsaren ist es zum Glück so, dass in unserer näheren Umgebung keiner ist. Denn wir hätten es bemerkt und es wäre eventuell sehr unangenehm, ja. Mhm. Und dass vermutlich auch in unserer näheren Umgebung kein richtig großer Stern ist, der so als Supernova explodieren wird. Das ist gut so, wir würden es bemerken, es wäre sehr unerfreulich, wir wären vermutlich alle tot. Also viele Aspekte der Astronomie haben ja für den Normalbürger zum Glück ganz wenig Auswirkung. Ob ich jetzt genau verstehe, wie die Galaxie sich dreht oder nicht, ist nicht so dramatisch, ja. Ob ich jetzt genau weiß, was in unserem Sonnensystem für Körper rumkreisen und ob vielleicht irgendwann einer von denen auf die Erde fällt, das ist leichter den Leuten klarzumachen, dass das eine spannende und eine wichtige Frage ist, weil man dann vielleicht Bruce Willis raufschicken muss, um uns alle zu schützen und dann irgendwelche wirren Filme drüber zu drehen. Sehr unterhaltsam, sehr plakativ, ja. Also, na, großartig finde ich ja diese Hypothese, die ja besagt, dass all dieser Wahnsinn mit Außerirdischen, der in der Pop-Art so stattfindet, im Film, das ist ja eine Art von psychologischer Vorbereitung für diese Zivilisation, dass, wenn es dann passiert, der Schock relativ klein ist, weil man ja einfach 4 Generationen lang sich diese Filme anguckt. Interessant, ja. ja, ja, sicher. Das ist genauso gut kann man natürlich argumentieren, dass das die Vorbereitungsmethodik der Außerirdischen ist, um den Schock für uns dann nicht so groß werden zu lassen. Ja, genau. Also kann ich sagen, nicht nur, oh, wir bereiten uns mal mental darauf vor, weil wir es ja bald vielleicht entdecken werden mit unserer zukünftigen Technik, sondern die Außerirdischen, wir sind ja kurz vor dem First Contact, weil sie merken, wir machen jetzt sowas wie Raumfahrt und sie bereiten quasi die Erdbevölkerung durch bizarre Filme, die sie beeinflussen, auf sowas vor. Genau. Also da kann man, das ist ja schön, man kann da so einen großen, interessanten Sud anrühren und sich dann interessante Sachen, die dann raufpoppen, dann raussuchen. Spitze Ohren. Ja, natürlich. Wie sieht die Zukunft aus für die Astronomie? Schlecht in manchen Beziehungen, weil sich das Wetter verändert. Weil es gibt also Prognosen wie so Klimaerwärmung, wie das an Wasserdampfhäufigkeiten. Also für die erdgebundene Astronomie wird es in manchen Beziehungen schwieriger. Was natürlich für die allgemeine Astronomie wird natürlich immer interessanter, immer besser, immer leichter zugänglich. Mhm. Früher brauchten sie wirklich ein großes Teleskop, um an Forschung mitarbeiten zu können. Es ist jetzt so, dass die großen Teleskope, die großen Systeme so viele Daten bereits generieren, dass die gar nicht mehr alleine so ohne das ausgewertet werden können. Und das wird noch viel extremer werden, wo dann quasi auch ganz vielen Leuten, die den eigenen Schreibtisch gar nicht mehr verlassen müssen, die Möglichkeit gegeben wird, in diesen Datenwüsten nach interessanten Strukturen zu suchen. Ja? Was weiß ich, man baut gerade große Survey-Teleskope, die halt wirklich alle 2 Nächte den gesamten Himmel wirklich extrem tief durchsuchen werden und das Ganze dann 2 Nächte später wieder und wieder. Die werden alles, was da kreucht und fleucht, alles, was sich bewegt, alles, was sich verändert, wird man damit irgendwie theoretisch erfassen können. Man muss es nur halt schnell genug auswerten, diese Datenmonster, weil halt man gar nicht so, dass da gar nicht speichern kann alles. Es wird so viel sein, man muss es quasi schnell auswerten, bevor dann der 3 Tage große Puffer dann überläuft. Ja? Und das wird eine ganz andere Art der Astronomie dann sein, die in diesen großen Daten halt nach interessanten Sachen sucht. Es gibt neue technische Geräte, neue Wellenlängen, in denen man jetzt anfängt, Astronomie zu betreiben, wo man die ersten Messungen macht und sagt, boah, da schaut man ganz andere zeitliche oder Temperaturbereiche hinein. Und immer wenn man große neue Technik bekommen hat als Astronom, wurden ganz neue interessante Sachen entdeckt. Die Pulsare hat man in den 60er Jahren entdecken können, weil halt die Radiotechnik, die Radioempfängertechnik sich so weit verbessert hat, dass man diese nicht besonders starken Signale, die sich schnell verändern, überhaupt das messen können. Und 20 Jahre vorher konnte man das gar nicht messen, man hätte die gar nicht entdecken können, weil die einfach zu schwach oder sich zu schnell verändert haben. Die hätte man gar nicht messen können. Mit der neuen Technik konnte man das überhaupt entdecken und hat dann ganz neue Objektklassen quasi entdeckt. Und ganz neues Verständnis über Sternentwicklungsstadien und so weiter gewonnen. Also da in der Richtung wird sich aus der technischen Entwicklung wird sich sehr, sehr, sehr viel das natürlich verbessern. Für die beobachtende Astronomie, für den Amateur, zum selber gucken, wird es schwieriger werden. Insbesondere halt in unseren Breiten. In unseren Breiten sicherlich, ja, natürlich die Lichtverschmutzung wird stärker werden, gehen wir mal davon aus. Die Luftverschmutzung, weiß ich nicht.
Wasserdampfgehalt wird, wenn die Temperaturen ansteigen, wird der Wasserdampfgehalt größer werden, es wird dunstiger werden. Mhm. Das ist halt für die beobachtende Astronomie ein Thema. Mhm. Ich glaube, das andere Problem ist auch das Thema Budget. Ja. Dass wir erleben, glaube ich, kulturell viele Umbewertungen dessen, was eine Rolle spielt so im Alltag. Und leider ist es so, dass diese Dinge, die man gerne so als idealistisch betrachtet, dass die dann oft ins Hintertreffen geraten, weil einfach irgendwo drüber eine Ökonomie ist, die sich an irgendwelchen Dingen verschwendet. Also ich meine, jetzt mal so ein typisches Beispiel wäre die NASA. Ich glaube, die NASA hat jährlich sowas wie 15 bis 18 Milliarden Dollar zur Verfügung als Budget. Die amerikanische Armee hat sowas wie 750 Milliarden. Also das ist, ich meine, würde man die NASA verzehnfachen, würde das immer noch klein aussehen verglichen damit, was so eine NSA bekommt an Geld. Und also diese Art von Prioritäten, das ist ja ganz neu. Also da halt ja plötzlich der Idealismus der 60er Jahre und all die Versprechen. Und das Apollo-Programm, das halt ja sozusagen, das ist jetzt keine Astronomie, aber sozusagen der Es ist schon, glaube ich, jetzt auch eine wichtige Arbeit, dass man den Blick in den Weltraum, dass man den in den Leuten wach hält, dass das nicht ins Hintertreffen gerät. Ja, gerade Raumfahrt bemannte Raumfahrt in den 60er Jahren, Apollo-Projekt, beziehungsweise auch die Russen haben ja auch sehr, sehr viel gemacht, wenn sie auch nicht bis zum Mond gekommen sind. Und zumindest haben dann auch, als die Amerikaner so eindeutig schneller und erfolgreicher waren, haben die Russen dann ihr Mondprogramm dann eingestellt. Das ist natürlich etwas, was sehr, sehr, was tolle, sichtbare Bilder gibt, was dann sehr, sehr inspirierend, ansprechend, herausfordernd, ja, Inspiration eigentlich ist. Das ist das Große und Interessante natürlich. Aber ich finde es immer schade, dass gerade zum Beispiel die Raumfahrt oder die Naturwissenschaft sich immer auf so einer pragmatischen Ebene rechtfertigen muss. Richtig. Da gibt es immer dann die Geschichten darüber, ja, Teflon würde im Weltraum, was glaube ich gar nicht stimmt, aber es ist ein unsinniger Gedankengang. Es ist ja nie darum gegangen, dass man im Weltraum quasi Küchengeräte entwickelt und dann deswegen können wir das ja mal alles mitbezahlen, sondern es ist ja ein Wachstum der Menschheit, das mit berücksichtigt werden muss. Das ist so wie mit Kunst. Man kann Kunst nehmen und sagen, die ist ja total unpraktisch, also streichen wir sie komplett aus der Gesellschaft und benutzen lieber die Ressourcen für was Praktisches. Aber so funktioniert das eben nicht. Gut, bei Kunst ist es so, dass jedes Individuum es tun kann. Jedes Individuum kann für sich Kunst konsumieren, also erschaffen und auch wieder wahrnehmen. Das ist etwas, was jetzt bei Raumfahrt natürlich schwierig ist, weil die Aufwände so groß sind. Raumfahrt war bisher immer etwas staatlich organisiertes. Das ändert sich jetzt durch Versuche zu privatisieren, um Geld zu sparen. Man muss natürlich auch ganz klar sagen, dass die Raumfahrtaktivitäten der 50er, 60er, 70er, dass da sehr, sehr viel auch militärisch getrieben war. Also warum haben sich die Amerikaner diesen gigantischen Aufwand des Apollo-Programms der bemannten Mondlandung geleistet? Ganz klar, weil sie halt Anfang der 60er Jahre erst den Sputnik-Schock, dann Juri Gagarin, scheinbar ins technologische Hintertreffen geraten sind. Von der Sichtbarkeit, wo die Russen ihre großen technischen Leistungen erbracht haben und wo die Amerikaner sich dann ganz klar überlegt haben, okay, was können wir technologisch im Raumfahrtbereich uns als Gigant großes Ziel suchen, das extrem plakativ sichtbar ist und wo wir schneller sein werden als die Russen. Und da war halt die Antwort, die man dann gefunden hat und die man dann auch umgesetzt hat, zum Glück umsetzen konnte, war die Mondlandung. Aber das ist ganz intensiv aus diesem Konflikt der Systeme heraus entstanden. Aber gab es nicht auch so eine Art... Ja, natürlich. Idealismus, der sagte so, der Mensch muss Idealismus, wachsen. Dieser Idealismus war da und war für viele Leute, die da intensiv Jahre ihres Lebens investiert haben, natürlich auch intensiv vorhanden, aber das Budget konnte auch ganz stark nur aus dieser Konfliktsituation mit dem Kommunismus in Anführungszeichen gerechtfertigt werden. Ja. Das wurde ja auch wenig später, also 2 Jahre später, nach dem erfolgreichen ersten Landung auf dem Mond, wurde es ja dann eigentlich auch aus finanziellen Gründen und warum sollen wir das denn weitermachen? Wir haben es den Russen ja schon gezeigt, in Anführungszeichen, wurde es ja dann auch relativ deutlich zusammengestrichen. Sind ja seit 1972 sind die letzten, war Apollo 17, Apollo 17, Apollo 18, seit damals waren ja keine Menschen mehr auf dem Mond. Weil man es ja auch nur in gewissem Umfang rechtfertigen kann, warum man diesen gigantischen Aufwand treibt, nochmal treiben soll. Und Es gibt ganz tolles Coverbild aus dem MIT-Magazin, das hatte ich mir mal zu Hause aufgehoben, da kann man so das Gesicht von Buzz Aldrin sehen, heute so der alte Buzz Aldrin, und drunter steht
ihr habt mir Marskolonien versprochen und ich habe Facebook bekommen. Und ich glaube, das beschreibt sehr stark ein bisschen das Gefühl zwischen gestern und heute. Ich glaube, wenn ich mir so, also ich, wenn ich mir so mein Material im Archiv anschaue in den 60er Jahren, ging man ja davon aus, dass in unserer Zeit jetzt, 2014, ja, dass wir schon an einem vermutlich, also dass wir ganz sicher Kolonien auf Mond und Mars haben, dass wir möglicherweise an einem interstellaren Raumschiff arbeiten und all diese Dinge. Also vieles davon ist eben nicht eingehalten worden, aber ich glaube, vieles davon ist dann auch ein bisschen versäumt worden. Also wir hätten ja natürlich schon viel weiter sein können. Man hätte machen können, aber vieles davon ist dann natürlich auch politisch. Dann kommen wir wieder zum Thema von vorhin zurück. Antriebe, um die es geht, also Kolonien auf dem Mars sind schon, also eher die erste, man kann ganz, nehmen wir mal an, das kostet jetzt irgendeine Menge Geld, nehmen wir mal an 100 Milliarden Euro nach heutigem Geld, das ist schon viel im Vergleich zu, wir schmeißen es irgendwie auf den Irak, kann man das sicherlich beim Marsflug sinnvoller oder weniger Schaden anrichten, aber mei. Also ich bin der Meinung, es ist billig. Also ich bin der Meinung, Raumfahrt ist eine der billigsten Sachen, die die Menschheit als Kollektiv betreiben kann. Verglichen damit, wie viel es kostet, einfach eine New Yorker Bank rauszubailen, das ist ein Verhältnis von 1 zu 1000. Wenn wir jetzt sagen würden, wir machen eine chinesisch, japanisch, amerikanische, deutsche, schwedisch, englische Mission, die einfach auf der Rückseite vom Mond einfach eine dauerhaft besetzte Basis aufbaut. Die Kosten sind nicht zu vergleichen damit, was es kostet, mal alle 5 Jahre die Wall Street zu retten. Es ist nicht zu vergleichen. Es ist mickrig geradezu. Das ist zumindest meine, das ist das, was ich propagiere, wenn ich so durch die Straßen gehe. Bei sowas muss man natürlich auch immer, das ist etwas, was an manchen Stellen ganz klug gemacht wird, man muss ja auch immer, man muss das und die Ergebnisse erfolgreich verkaufen. Mhm. Als die Amerikaner das Hubble Space Teleskop zum Beispiel geplant haben, und da, beim Weltraumteleskop ist ja Beobachtungszeit, boah, das ist das tollste Teleskop, da will jeder Beobachtungszeit an dem Ding, haben sich auch ganz klug überlegt, wir werden einen kleinen, aber nicht null Anteil an Beobachtungszeit nur darauf verwenden, tolle Bilder zu machen, die einfach nur toll aussehen. Mhm. Pretty Pictures, so wegen Public Outreach, um Wissenschaft, Astronomie, Raumfahrt, um das zu propagieren, um das zu fördern, um mit diesen tollen Bildern zu inspirieren, zu informieren, als auch ein bisschen als Rechtfertigung für dieses teure Forschungsding, was da oben rumfliegt und irgendwelche Messungen macht, die keiner versteht, so aus der Sicht, aus der Sicht des Normalbürgers. Aber es kommen eben auch ganz, ganz viele tolle Bilder dabei raus, wo man sagt, hier Hubble-Bild, und das kann man an den Bildern wieder die Zusammenhänge erklären, kann man, oh, hier ändern sich die Jahreszeiten auf dem Mars und so weiter. Also das ist ein ganz wichtiges Thema. Wie erklärt man dem Steuerzahler, stark vereinfacht, wie erklärt man den vielen anderen Bürgern, warum das interessant oder was da die Ergebnisse sind? Und die Teflonpfanne ist nur ein ganz kleiner Aspekt, der, glaube ich, auch niemanden, ja, wir haben jetzt 10 Milliarden oder 5 ganz andere Geldmengen ausgegeben für die Teflonpfanne, also, ne? Ja, wo man sagt, nein, wir waren auf diese Zusammenhänge, das haben wir verstanden, die Erde mal allein dieses Blue Marble Foto, ja, dieses, die Erde mal wirklich aus größerer Entfernung von außen sehen und dieses kleine, zerbrechliche, mit blauem Film, Wasser- und Atmosphärenfilm umzogene Ding zu sehen, auf dem wir da existieren und sich dann bewusst zu werden, hey Leute, und außenrum ist ganz viel schwarz und unwirtlich. Also es ist nicht so, ja, wenn wir die jetzt kaputt gemacht haben, dann nehmen wir uns halt die nächste, ja. Also mach mal Kolonie auf dem Mars. Das ist nett und man kann vielleicht auch sich 5 Kolonisten auf, oder 50 ist egal, sich Kolonisten auf dem Mars leisten, aber diese Erde ist unsere einzige. Das stimmt schon. Und das ist etwas, was man natürlich auch von außen, mit diesem Blick von außen, ohne jetzt von Satelliten und so weiter, von Erdbeobachtung oder Erderfassung und so weiter zu reden, das ist natürlich etwas, wo dieser Blick von außen extrem hilfreich ist, um das zu verdeutlichen. Ich denke mir nur, wir vergessen allzu schnell, dass eine Zivilisation sich nicht ausschließlich immer nur nach vorne bewegen kann. Genug Zivilisationen haben uns in der Vergangenheit gezeigt, dass sie auch die Fähigkeit haben, sich komplett zurückzuentwickeln. Ja, natürlich. Ja, und Weltraumfahrt und Astronomie und Astrophysik sind der beste Indikator, um an uns selbst zu sehen, dass wir uns noch immer nach vorne entwickeln und nicht langsam wieder zurück. Und das ist mir als Grund absolut genug. Weil das sind sozusagen die Grenzen, die es gilt zu durchstoßen mit Wissen, mit Verständnis, mit Aufklärung, mit der Abschaffung der alten Götter und all diese Sachen. Und daran können wir uns am besten messen, wie gut wir darin sind, sozusagen mit dem Gehirn was zu machen, was an die Grenzen geht. Weil wenn wir da nicht aufpassen, das überträgt man so von einer Generation auf die nächste und 10 Generationen später ist man irgendwie zurück zum Feudalismus, hat es gar nicht so richtig gemerkt, dass es passiert ist, weil es ist immer irgendwas verlustig gegangen, es gab ein paar Katastrophen, die Wirtschaft ist zusammengebrochen, dieses und jenes. Also ich finde es wichtig, dass wir diese Ideale hochhalten, weil sie auch so wunderschön wertfrei sind. Also nicht im Kalten Krieg, als es tatsächlich eine Wettrüstungsgeschichte war, das war nicht ganz wertfrei.
aber die Ideale dahinter. Aber ich bin ja einfach so ein Befürworter, ein großer Befürworter von Raumfahrt. Gibt es was, woran Sie konkret arbeiten? Jetzt hier, wo Sie sagen, ich habe das Projekt gerade laufen, wo ich mit dem... Also was wir jetzt ein bisschen als Anpassung an die Bedingungen und an das Publikum, wir versuchen oben nicht nur mit den visuellen Teleskopen durch selber Schauen den Leuten in den Himmel zu zeigen, sondern wir setzen jetzt auch immer mal wieder verstärkt Kameras ein, um halt den Leuten noch die schwächeren und weit entfernteren Objekte zu zeigen. Das heißt, wir gucken dann auf eine Art von Fernseher, wo ein Live-Bild dann kommt, das halt von der Kamera generiert wird, um damit den Leuten halt auch die schwächeren Objekte, die hier in der Stadt halt so schwierig zu beobachten sind, um das den Leuten noch zu demonstrieren. Wie weit es da noch rausgeht, wie die größeren Strukturen aussehen, jenseits dieser kleineren, näheren Objekte, die wir jetzt hier in der Stadt selber sehen können, wie das da draußen noch aussieht, ein bisschen was davon. Woher kommen die Bilder mit der Kamera? Die machen das einfach live. Wir haben die Fernrohre ja oben, aber normalerweise schauen wir durch die Fernrohre halt durch und sind halt dadurch das Umfeld, durch die Stadt, durch den Himmel und so weiter halt begrenzt, weil das, was die Besucher dann sehen können mit dem eigenen Auge, wenn sie durchgucken. Und da nehmen wir halt als Ergänzung dafür, nehmen wir gegebenenfalls, dass wir an ein anderes Fernrohr eine Kamera anschließen und dann sagen, okay, das so haben wir es visuell gesehen. Und mit der Kameraunterstützung können wir eben noch mehr, das weiter draußen oder schwierigere oder schwächere Sachen erkennen. Als Ergänzung zu dem. Die Bilder kommen von den... Das ist live. Das ist so live vom Teleskop, das daneben steht, als Ergänzung zu dem, was man visuell sieht. Wo man halt visuell die schwächeren Objekte halt nicht mehr zeigen kann, weil die halt im Stadthimmelshelligkeitssiff untergehen. Und dann mit der Kamera halt das mehr, was es noch viel weiter da draußen gibt oder schwierigere Sachen. Die hätte mit dem Auge sonst den Menschen, den meisten Besuchern halt einfach nicht mehr zugänglich sind, weil sie zu schwierig zu erkennen sind. Ja. Das wäre etwas, was interessant ist. Und was ich auch immer wieder interessant würde, vielleicht können wir uns dazu auch mal durchringen, dass wir ein bisschen eher raus zu den Leuten gehen. Jetzt sind wir hier in der Sternwarte und die Besucher kommen zu uns und es kommen auch viele und wir freuen uns. Aber wäre auch ganz was Tolles, was man eigentlich sich immer wieder dazu ein bisschen motivieren muss, raus zu den Leuten zu gehen. Dass man sagt, wir nehmen einfach mal ein Teleskop und stellen uns jetzt an einem Herbstabend in die Fußgängerzone, da wird es früh genug dunkel, da ist ein schöner Mond da oben, und gehen zu den Leuten raus und zeigen ihnen das, wo die Leute sind. Und dann auch ein ganz anderes Publikum letztendlich erreicht, die halt nicht von alleine hierher kämen, sondern man ist halt dann da, wollen Sie mal einen schönen Mond gucken, kostet nichts und ist einfach nur angenehm. Und das da hinten ist der Saturn, oh, der hat einen Ring, all solche Sachen. Das ist auch ein ganz tolles Thema, wo man auf ein ganz neues, interessantes Publikum trifft. Und dann wieder diese Popularisierung, diese Informationsthemen dann leisten zu können, diese Popularisierung dieser naturwissenschaftlichen Herangehensweise, um auch die Ästhetik und so weiter den Leuten dann zeigen zu können. Da gibt es also viele, viele gemeinsame Dinge. Ein gutes Schlusswort, das wir auch erzwingen müssen, weil wir gerade die Aufnahmekapazität des Geräts erreicht haben, wie ich im Augenwinkel sage. Alles ist zu Ende. Und